Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Ulysses Studio 3 plus 2. Zurück zu einer weiteren Folge. Alte Männer reden über alte Spiele. Und um das direkt vorweg zu sagen, alte Männer ist ein reiner Ehrentitel, hat weder was mit dem Geschlecht noch dem Alter der Anwesenden zu tun. Und vor allen Dingen ist es total cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Und das, obwohl wir uns jetzt gerade in dieser Zeit befinden, wo wahlweise ganz viel passiert oder wahlweise gar nichts, je nachdem, von welcher Seite man da eben drauf gucken möchte. Diese Zeit zwischen den Jahren ist ja immer eine ganz besondere. Und deswegen begrüße ich jetzt hier auch meine beiden Mitstreiter, die sich aus dem Urlaub zuschalten. Zum einen haben wir da den alten Mann Björn. Hallo Björn. Guten Abend. Schön, dass du wieder dabei bist und deinen Urlaub ganz kurz unterbrichst, um mit uns hier über ganz tolle Themen zu reden. Einmal zurück in die 80er, sozusagen Nostalgieurlaub aus dem Urlaub. Okay, irgendwie falsch. Und dann haben wir noch den alten Mann Jan ohne Schmied Wagner. Hallo Jan ohne Schmied Wagner. Schönen guten Abend. Falls ihr euch wundert, warum es beim Jan im Hintergrund so seltsam ausschaut, das liegt daran, dass er uns nicht zeigen will, dass er in Wahrheit gerade irgendwo das herrliche Sonnenlicht genießt und es ihm sogar ein ganz klein bisschen warm ist. Und wir gönnen ihm das natürlich von Herzen, sind kein bisschen neidisch. Nur weil es hier schon dunkel ist. Das ist total lieb von euch. Ich setze mich auch für euch noch ein bisschen in die Sonne dann nachher und leg die Beine hoch, während ich aufs Meer schaue. Und denk dabei an euch. Also ein bisschen. So, ich glaube, wir haben hier eine Bildstörung. Wir haben eine Bildstörung, wenn du das nächste Mal in Waldems ist. Aber. Oh nein, das seid ihr wirklich von Herzen gegönnt. Lieben Dank, dass ihr hier, wie gesagt, wieder mit eingeschaltet habt. Und wir hoffen natürlich, ihr hattet ein wundervolles, besinnliches Weihnachtsfest, hattet eine schöne Zeit, habt es euch gut gehen lassen und seid jetzt hier frisch erholt wieder zurück nach 3 Tagen, in denen ihr euch durch Unmengen an Essen prügeln musstet und irgendwie Geschenke um Geschenke aufmachen musstet. Jetzt endlich mal ausruhen, eine Runde erholen und mit den alten Männern über Rollenspielen in den 80ern reden. Meine Güte, was könnte man sich Schöneres vorstellen? Und das, weil wir heute auch noch dazu ein ganz besonderes Thema haben, nämlich das originale Drache-Magazin aus den 80ern. Das ist ja wieder eines dieser Dinge, über die die meisten Leute nur Legendäres gehört haben. Also ich glaube, die allerwenigsten kennen das Magazin wirklich. Und es ist etwas, das man mal irgendwie gesehen hat und vielleicht ist man mal irgendwo drüber gestolpert, hat es mal irgendwie im Laden gesehen und sowas. Aber ich glaube, die allerwenigsten Leute haben das wirklich gelesen. Beziehungsweise selbst wenn sie es gelesen haben, haben sie heute noch Erinnerungen dran. Und das wird, glaube ich, selbst für euch beide heute ein interessanter Trip, könnte ich mir vorstellen. Das ja. Ja, aber kennen tue ich es tatsächlich, weil ich habe sogar mehrere Exemplare. Nein! Irgendwo in meinem Keller. Aber das ist das andere. Ja, genau. So wie die Boxen, die du dir dann von mir leihst, ne? Damit du sie vorstellen kannst. Ne? Hallo? Nein, aber tatsächlich. Also Drache war etwas, was ich hatte und mich dann auch witzigerweise dann später noch, als ich bei Amigo war, mit Uwe Körner etwas ein bisschen drüber unterhalten habe. Mhm. Weil er da ja durchaus involviert war. Ja, doch, durchaus. Der kommt da ein paar Mal vor im Impressum. Also das wird auch noch echt spannend. Also ich kann euch sagen, da kommen einige interessante Dinge da noch auf uns zu. Da steckt wieder so viel deutsche Rollenspielgeschichte drin und gerade aus den Frühtagen. Also das ist auch so eines dieser Produkte. Ich glaube, die kann man sich 5-mal hintereinander neu angucken und stellt jedes Mal, findet dauernd wieder was Neues, was man vorher nicht gesehen hat. Das ist schon echt spannend. Wie sieht das denn bei dir aus, lieber Jan? Wie war denn dein Kontakt mit dem Magazin? Ich habe das einmal von Ferne gesehen in einem Laden und dachte dann, das ist sowas wie der deutsche Dragon. Das und war, glaube ich, auch die Idee. Genau, und dann dachte ich, aber das ist sozusagen tatsächlich die Übersetzung des Dragon und da dachte ich, das brauche ich nicht, weil ich habe zu dem Zeitpunkt schon immer White Dwarf gelesen, insofern war das genau das, das ist einmal an mir vorbei, oder ich bin einmal an ihm vorbeigegangen, so muss man sagen, und das war's. Merke immer wieder in der deutschen Szene, ich hab irgendwie Midgard noch mitgenommen und dann bin ich zu sehr ins Amerikanische abgedriftet, ganz offenbar. Also wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, hast du homöopathischen Kontakt zum Drache gehabt. Genau. Das heißt, du bist einmal dran vorbeigegangen und damit entsprechend viele Restspuren in dir aufgenommen. Ja, und ja, ja.
Okay. Ja. Das heißt, du hast aber keine erste Reaktion, also insofern. Hast die Schwingung in dir aufgenommen und dann. Ja. Sehr gut. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Also, das ist doch eine gute Grundlage. Wie sieht das denn bei euch aus, lieber Chat? Wir haben eine Inge und wir sind bereit, sie zu benutzen. Die Inge könnte ja vielleicht dann jetzt mal so eine kleine Umfrage starten. Wer kennt den Dragon? Drache? Ist ja nicht der Dragon, der Drache. Wer hat den Drachen denn gelesen und wer kann sich noch daran erinnern und was sind eure Erinnerungen daran? Schreibt es uns einfach in den Chat rein. Die Inge wird noch eine Umfrage dazu machen. Also wir sind da echt gespannt, weil das ist auch eines dieser Dinge, die natürlich nur in der Zeit jemals draußen waren. Und die Zeit, in der ursprüngliche Drache, der kam ja mal immer wieder. Also das Drache-Magazin hat ja mehrere Anläufe erfolgsfrei versucht. Vielleicht eine Anmerkung dazu. Es ist nicht verwandt und verschwägert mit dem Satire-Magazin aus den 20er Jahren. Okay. Ja. Gut, dass wir das nochmal geklärt haben. Ich auch wichtig. Wir haben im Customer Service irgendwann mal eine Anfrage deswegen gehabt, als die dann mitkriegten, bei uns arbeitet Uwe Körner und hier Drache-Magazin und Dragon, dann sein Relaunch und so weiter. Und ob wir dann auch noch Zugriff auf die alten Archive aus den 20er Jahren hätten. Nein. Das hat mir als Brief übrigens gekriegt. Also das Satire-Magazin aus den 20er Jahren. Damals noch nicht ganz. Ja, also um die Jahrtausendwende waren Briefe noch häufiger, aber. Ja, ich wollte das nur falls Leute verwirrt sind. Also danke für die Verwirrung. Die hast du erfolgreich weitergegeben an zwei andere alte Männer. Der Drache ist etwas, um da vielleicht einfach mal direkt mit der Anekdote einzusteigen, ein Magazin, was mir zum ersten Mal begegnet ist in der Box. Also das heißt, die späteren Ausgaben der Box hatten dann auch ein Drache-Magazin drin. Ich kann mich daran erinnern, dass in der Box von dem Kumpel, bei dem wir das gespielt haben, war der Drache 2 drin, also das zweite Heft. Ich kann mir vorstellen, dass es damals beim Verlag ausreichend viele Exemplare gab und dass man dann einfach gesagt hat, so von wegen, ey komm, bevor die hier rumliegen und irgendwie Moos ansetzen, packen wir die einfach mit in die Box rein, so als Teaser und dann kriegt man da vielleicht dann auch wieder Abonnenten und so weiter und so fort. Wenn ich mir anschaue, wie die Entwicklung des Magazins ist, war das am Ende des Tages nicht so überaus erfolgreich. Aber da werden wir jetzt natürlich auch in Ruhe drauf eingehen. Ich muss sagen, und das ist an der Stelle wieder mir schmerzlich aufgefallen, wie unfassbar unvollständig meine Sammlung ist. Ich besitze nicht alle. Ich besitze nicht fünf, alle. Fünf? Sieben? Oder wie viel gab es denn davon? Es gab 8 und dann danach so ein Best-of-Sammelband. Witzigerweise würde ich heute auch noch sagen, und das war auch damals schon mein Gefühl, das habe ich mal besessen. Also ich habe fast alle Drachen mal irgendwann besessen im Laufe meines Lebens, dann waren sie irgendwann wieder weg. Und die ich jetzt hier besitze, habe ich mir dann irgendwo zusammengekauft. Da gab es dieses Best-of war eigentlich das Einzige, was du gebraucht hast von dem Magazin. Da war alles drin, was wirklich. Das war auch eine Zeit lang beim amerikanischen Dragon der Fall. Also die ersten Best-of waren auch die besten Artikel aus dem Heft jeweils. Ja, weil vieles natürlich auch so Rezensionen und irgendwelchen Kram, der altert ja nicht ganz so gut. Nein. Ja, manche von den Sachen hier altern besser, manche Sachen altern erschreckend gar nicht und manche Sachen mussten gar nicht altern, um gar nicht so unfassbar nützlich zu sein. Das ist auch, also es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Magazin. Es hat 8 Hefte plus eben dieses Best-of daraus gebracht. Das Best-of wiederum, und das finde ich eigentlich das Erstaunlichste daran, war kostenfrei. Also das Best-of gab es dann kostenlos mit im Laden. Also das war dann so als Werbemaßnahme dann nochmal irgendwie dann draußen. Ich vermute mal frei nach Motto, das Material war da und dann gab es das dann irgendwie noch dazu. Ich besitze von diesen 8 besitze ich 6. Das Best-of besitze ich nicht. Das ist auch interessanterweise inzwischen so das teuerste, was du am Markt irgendwie dann dabei kriegen kannst. Gehen wir mal rein und ich bin sehr gespannt, was wir da drin alles finden werden und was auch eure Meinung dazu ist. Ich habe es jetzt nochmal mit großer Freude gelesen. Ich gebe zu, ich habe nicht alles gelesen, weil manche Sachen sind dann auch jetzt nicht unbedingt das, was ich damals gelesen hätte. Die Entwicklung von dem Heft ist wirklich erstaunlich. Wir reden hier gerade mal von einer Zeit von 2 Jahren, weil der erste Drache kam 1984 raus und zwar im April. Das war dann wirklich vergleichsweise flott, nachdem das überhaupt in Deutschland losging. Auch der Versuch dann eben, den Dragon eben nach Deutschland zu bekommen, weil ich gehe mal davon aus, auch da war klar,
Der Dragon ist in Amerika ein großes Erfolgsrezept, hat eine riesen Verbreitung, war ja damals auch für TSA ein ganz, ganz wichtiges Element, um Leute konstant zu erreichen. Ich meine, damals gab es noch kein Social Media und was wir alles so hatten, sondern da war der Dragon war halt das ultimative Instrument, um Leute immer wieder über die Neuerscheinungen zu informieren. Und der letzte kam dann, die Nummer 8, kam dann als Jahrgang 2 nur noch raus. Also das heißt, hier steht dann schon gar kein genaues Datum mehr raus, weil der Versuch, den wirklich regelmäßig rauszubringen, hat jetzt auch nur so, aber mal minder gut geklappt. Also am Ende des Tages gab es den halt in 8 Ausgaben verteilt über gut 2 Jahre. Also das, und das war dann aber auch schon so ein, die wurden unregelmäßiger. Aber steigen wir mal mit dem Magazin 1 ein, was natürlich mit großen Hoffnungen, gehe ich davon aus, gestartet wurde. War für die damalige Zeit typisches Magazin. Also sprich, wir haben ein vierfarbiges Äußeres. Zack. Und innen drin ist alles tolles Schwarz-Weiß. Also ganz typisch. Sieht auch verdächtig, wenn man das kennt, eben wie einen Dragon eben aus der Zeit. Also ähnlich inspiriertes Layout. Das ist für heutige Verhältnisse teilweise wirklich erstaunlich, was sich in der Zeit alles getan hat. Aber fangen wir mal vorne an. Und das finde ich eigentlich das Interessanteste fast an dem Heft, ist, wer hat daran mitgewirkt? Also Mitarbeit, Redaktionsleitung Ulrich Kaiser. Kann sich jemand von euch noch an den erinnern? Der ist ja gar nicht in der, also der war ja in der Szene gar nicht so unglaublich lange. Der ist dann recht schnell dann raus und hat dann später, nachdem er vom Dragon die Nase voll hatte, anders kann man das nicht sagen, das kommt auch später nochmal, hat er dann für Goldman so Abenteuerspielbücher, glaube ich, 2 Stück oder so geschrieben. Genau. Und danach habe ich aber nie wieder in der Szene was von ihm wahrgenommen, zumindest an der Stelle. Kann mich nicht dran erinnern. Dann Mitarbeiter, Dr. Jürgen Franke. Das sollt ihr jedem von uns was sagen. Also Midgard, ein gewisser Uwe Körner, der doch auch sehr viel gemacht hat, gerade eben in den Frühtagen. Carsten Kuhr, das sagt mir wiederum gar nichts. Thomas M. Log. Oh, ja. Ja, er war von Anfang an. Auch ein Name, den ich lange nicht gehört habe. Ja, der war von Anfang an mit dabei, also später dann eben entsprechend Citadel. Miniaturen, Spiele und so weiter und so fort. Das ist dann entsprechend auch Laurin. Also da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das heißt, die haben mehrere Leute mitgearbeitet, die eigentlich dann aus anderen, also die später dann in anderen Verlagen wiederum dann Dinge gemacht haben, eigene Verlage gegründet haben, auch vorher schon eigene Verlage hatten. Dann ein paar Namen, die mir auch alles nichts sagen. Eberhard von Staden. Sagt das einem von euch was? Das hätte mir auch nichts gesagt, wenn ich nicht gerade letzte Woche Donnerstag ein Abenteuer von Eberhard von Staden, ein Solo-Abenteuer für DSA mit dem Steff zusammengespielt hätte. Das war auf dem Weg ohne Gnade. Der Eberhard von Staden hat für DSA ein paar Abenteuer geschrieben, also unter anderem auch noch in den Fängen des Dämonen, also auch ein Klassiker seiner Zeit, der frühen DSA-Geschichte. Und eben auch auf dem Weg ohne Gnade, das lange Zeit einzige Solo-Abenteuer von DSA, wo du einen Magier spielst. Also was eben auch mit Magie arbeitet und sowas. Und der hat hier drin einen, der schreibt hier drin den sozusagen den Beginn des Drache-Magazins überhaupt. Nämlich von Monstern und Menschen. Also den Abschnitt über, was ist überhaupt Rollenspiel? Also was ist das eigentlich, von was reden wir hier eigentlich und sowas. Was ich nicht mehr gefunden habe, das müsste ich mal recherchieren, ich finde es total spannend, weil in dem Vorwort steht drin, eine instruktive, interessante und informative Einführung in die Welt der Fantasy-Rollenspiele erteilt von Eberhard von Staden in seiner Doktorarbeit von Monstern und Menschen. Ach, okay. Ob das wirklich eine Doktorarbeit ist. Also ich hab nicht mehr weiter was dazu gefunden, aber fand ich... Ja gut, das ist in der Prädigitalisierung, ob die Unis das da alles schon echt überhaupt schon danach irgendwann erfasst haben oder vermutlich musste eine Uni-Bieb Mikrofische raussammeln. Also, würde ich gerade sagen, ja. Aber finde ich echt schon spannend, weil wir reden hier von 84. Also dass jemand 84 schon eine Doktorarbeit zu dem Thema geschrieben hat, bedeutet, dass er sich da primär
also wenn das so stimmt, was ich, wie gesagt, jetzt nicht kontrollieren kann, aber dann muss er das ja schon vorher geschrieben haben. Also eben mit Bezug auf vor allen Dingen auch englische Sachen, weil sonst wird das ernsthaft schwierig. Also da gab es in Deutschland ja noch nicht so viel. Ich überlege mir gerade, welche Fächer das passen würde. Also es ist Kulturwissenschaften, Soziologie. In dem Bereich, ja. Anglistik. Also du also auf jeden Fall ist hier entsprechend schon viel Material mit drin von Leuten, die eben dann auch später in der Rollenspielszene noch aktiv sind. Noch ein Haufen anderer. Und was man dem ganzen Magazin auch anmerkt, ist, dass das auch noch den... Ich müsste mich sehr, sehr irren, wenn nicht zumindest in der Vorbereitung dieses Magazins auch gewisse Herren aus Erkrath ihre Finger mit im Spiel gehabt hätten. Im Chat wurde gerade darauf hingewiesen, dass Uli auch wohl eine Kolumne drin hatte. Artikel drin. Er hat einen Artikel drin, der kommt aber erst später, also sehr viel später ist dann noch ein bisschen was von ihm kommt. Speziell von Uli, aber ich würde sagen, dass vor allen Dingen auch im Vorfeld schon Werner und Hajo Dinge in dem Magazin gemacht haben. Das merkt man allein an diesem ersten Heft. Das beinhaltet noch sehr viel Roman. Und das ist nun mal ganz typisch für die beiden gewesen. Also da kommen sie ja original her, gerade Hajo. Und Werner hat ja zu dem Zeitpunkt auch in allererster Linie für Drömer Knauer eben Romane gemacht und sowas. Und das zieht sich eigentlich auch ziemlich weit durch. Also das Magazin ist sehr offen. Also sprich, das ist kein reines D&D-Magazin. Hier sind auch Werbung, hier ist auch Werbung für andere Spiele drin, aber wenig Material. Dann auch erst in den späteren Heften, aber die späteren Hefte sprechen dann sowieso schon irgendwann sehr deutlich eine Sprache der Verzweiflung. Aber es ist zumindest von Anfang an direkt diesbezüglich offen. Und ich würde einfach wetten, dass hier ganz, ganz viel Material beigesteuert wurde, eben noch von den Originalübersetzern von D&D. Was natürlich insofern... Eberhard von Staden war übrigens auch D&D-Übersetzer, habe ich gerade im Internet rausgefunden. Der ist, das hatte Werner mir mal erzählt, ist im Endeffekt Nachbar von ihm gewesen. So kommt man dann doch wieder zusammen. Die Welt war damals halt noch sehr, sehr klein. Das werden wir auch später in dem Heft noch merken, wie klein die Welt war. Aber okay, gehen wir einfach mal ein bisschen weiter. Also das heißt, wir haben diese Einführung in die Rollenspiele. Und das finde ich gleichzeitig auf der einen Seite völlig richtig, das zu machen, auf der anderen Seite aber auch ein Problem. Weil was auf diesen Seiten erklärt wird, ist nichts, was ich in irgendeiner Form brauche, wenn ich schon irgendwie mit Rollenspiel was zu tun habe. Also sprich, wenn ich mir diesen Drache kaufe, weil ich sage, das sieht spannend aus und ich mag Fantasy, irgendwie wahrscheinlich dann eher Romane und so weiter und so fort. Wo bist du in den frühen 80ern über Fantasy gestolpert? Das kann nicht so viel gewesen sein. Und dann kannst du da über Fantasy-Rollenspiel stolpern und sagen so, oh, das klingt spannend, das gucke ich mir mal an, check. Aber wenn du darüber gekommen bist, weil du gesagt hast, oh, das ist das Hausmagazin von D&D, dann gehe ich davon aus, dass du mit D&D schon irgendeine Form von Kontakt hast und nicht jemanden brauchst, der dir auf 6 Seiten erklärt, was das eigentlich bedeutet, wenn man D&D spielt. 6 Seiten. 1, 2, 3, 4, 5. Entschuldigung, es sind 5 Seiten. Das ist wieder eine sehr deutsche Herangehensweise. Wollte ich gerade sagen, das ist sehr gründlich. Wir müssen uns erstmal erklären und wir machen mal eine Einführung. Wer weiß, ob das im Buchhandel kommt. Ja, also, genau. Also ja. Ich verstehe, warum es so ist, aber auf der anderen Seite verstehe ich es auch wiederum nicht. Also das ist... Also so dieses eine Kurzerklärung, überhaupt eine Erklärung, ja, halte ich für sinnvoll bei einem neuen Magazin. Was ist das hier eigentlich? Die Frage wäre, was ist das Magazin? Das würde ich verstehen, aber nicht, was ist Rollenspiel? Das ist, glaube ich, genau das Problem, dass diese Publikation durchzieht. Dass sie sich nicht entscheiden konnten, ob sie eine Anthologie für Fantasy-Kram sind, der zufällig rollenspielzentrisch ist. Also dieser Allgemeinabbruch, das ist nämlich genau der Unterschied zum Dragon. Der Dragon hat ganz klar gesagt, wo er ist. Und dann hat er von da aus manchmal so ein bisschen über den Rand geguckt. Und hier ist es genau andersrum. Wir gucken sie vom Rand rein. Genau. Ja. Das merkst du diesem Magazin auch von Anfang an, weil du hast diese erste Seite, also Werbung, Archenor-Prinzip. Oh Gott, Himmel, da werden schlimme Erinnerungen wach. Zum anderen hast du diese Einleitung. Und die Einleitung sagt dir eigentlich nichts wirklich darüber aus, was es jetzt am Ende des Tages eigentlich ist. Schönen guten Tag, Drache stellt sich vor, glücklicherweise nicht, indem er eine Woge Feuer und Glut über den Leser ergießt. Drache beschränkt sich darauf, dem Leser hier mit 36 Seiten voller Berichte, Artikel, Neuigkeiten, Tipps und Trends zum Thema Fantasy-Rollenspiele zu präsentieren. So, das würde implizieren Rollenspiel. Ja, und dann hast du eine Verlosung, das sind 45 Romane.
die verlost werden, ja. Und dann, wenigstens Spielbücher? Nee, die sind alles Romane. Also das ist alles. Und die sind dann natürlich auch von, wenn ich mir das hier so richtig angucke, ist das Goldmann und Trömer-Knauer. Ja, genau. Ja. So. Ja gut, es gab noch bei Stray Lübbe, aber das... Ja, da, zu dem Zeitpunkt halt nicht. Heiner hatte auch noch einen großen Fan. Also das heißt, wir beginnen mit diesen 5 Seiten. Erklärung, was ist Rollenspiel? Und das Ding ist grundlegend für einen Einstieg gerade in der Zeit absolut kein schlechter Text. Mhm. Aber er nimmt dich dann auch, und das macht es dann natürlich auch schon wieder interessant, nimmt er dich mit dann später auf eine Reise weg von dem normalen Erklären hin zu anderen Themen. Weil hier dann auf der Ende der 4. Seite ist dann, D&D ist kein reines Männerspiel. Da habe ich da mal reingelesen, weil der Abschnitt tatsächlich mich dann nochmal interessiert hat. Trotzdem ist D&D kein reines Männerspiel bei den Essener Spieletagen 1983. Auch das, interessante Info. Konnte man in großer Zahl Fantasy-Rollenspiele beobachten und das Überraschende daran war die Zahl der beteiligten Frauen. Auch wenn ihr Anteil 25% nicht überstieg, ist das in Anbetracht des heroisch-kämpferischen Milieus dieser Spiele ungewöhnlich. Offensichtlich gibt es hier einige Vorurteile abzubauen über das zarte, friedfertige und vorwiegend schöne Geschlecht. Indem er gleich ein paar Vorurteile genannt hat. Es ist trotzdem Satire wieder. Auch wieder dann an der Stelle. Aber auch das ist natürlich etwas, dieses Magazin richtet sich ja trotz allem in erster Linie an sehr junge Spieler. Ist aber auch von der Art, wie es geschrieben ist, etwas, wo ich sagen würde, wenn du nicht gerade schon, ich sag mal, Mitte 20 bist oder sowas, kannst du mit ist diese Schreibe auch in der Form, wie sie ist, für dich völlig verwirrend. Ja. Aber da zeigt sich auch schon wieder so auch wieder ein Denkproblem. Erstmal dieses nicht entscheiden können, was sind wir eigentlich. Das Zweite ist, bei so einem Artikel von vornherein das schon von ausgehen, Rollenspiel ist ja wahnsinnig erklärungsbedürftig. Mhm. Wir haben schon genug Erfahrung, um zu verstehen, dass es wahnsinnig viele Klischees und negative Einstellungen und negative Vorstellungen über Rollenspiel gibt. Mit denen müssen wir gleich erstmal aufräumen. Und vielleicht auch dem geneigten Leser schon mal so eine Art Argumentationskatalog an die Hand geben. Falls er mal Drache liest im Bus und jemand ihn anmacht, was liest du denn da? So nach dem Motto, ich kann hier erklären, was es ist. Also auch wieder was Typisches, wenn man in den 80ern Rollenspiel gemacht hat und gerade auch im Ladenumfeld oder sowas tätig war oder eben das mitgekriegt hat, wie häufig man nicht nur im Bekanntenkreis, sondern auch wirklich so mit den Eltern und so weiter diskutieren muss, was für ein Scheiß ist das und überhaupt und bla. Und das wird genau wie so diese Verzweiflung, so nach dem Motto, eigentlich ist es doch ein sinnvolles Hobby, warum könnt ihr das alle nicht sehen? Genau das tut es auch. Also es kommt dann auch mit solchen Dingen wie unkritisches Hinmeucheln von Unholden ist nicht gefragt. Also gleich um dieses Gewaltthema auch dann nochmal wieder dann, also das ist übrigens damit nicht gedacht. Veto. Und das auch nicht. Und das auch nicht. Von Unholden hingegen ist absolut okay. Ja. Absolut. Also von daher, das ist so der Anfang. Vielleicht ist es auch als Argumentationshilfe gedacht gewesen. Interessanter Gedanke, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Auf jeden Fall ist das erst, das sind die ersten 5 Seiten, die du zur Verfügung gestellt bekommst. Dann kommt ein Abschnitt, den habe ich mal der Inge geschickt als, ganz kurz Jan, habe ich der Inge geschickt als Scan. Und zwar von einem Laden, die kann die Inge vielleicht mal ganz kurz einblenden. Ja, Moment. Das ist das Handout 1. 01, genau, genau. Ich leg's mal hier rein, das war scheinbar zu klein. Ja. Okay, also ich finde das aus mehrerlei Gründen heraus total faszinierend, weil wenn ihr mal schaut, das ist jetzt natürlich kein besonders guter Scan, aber ich finde den Schriftzug oben drüber für den Laden schon beeindruckend nicht gut lesbar. Fantasyland. Ja, es heißt Fantasyland. Witzigerweise sind hier in dem Scan sogar sind die Kontraste besser rausgekommen als im Originalheft. Ja, gut, aber das ist ein Phänomen der Rollenspielzeit oder auch heute noch, dass viele Bücher Logos gerade sehr kontrastarm auf irgendwelchen dunklen Hintergründen sitzen und solche Sachen. Ja, gut, es ist halt auch vor allen Dingen alles wahnsinnig selbst gemalt. Das ist natürlich Das Geschnörkel und das Ganze drum und dran, das ist halt sehr typisch. Ich finde es aber auch typisch jenseits dessen, was es nur beim Rollenspielbereich ist, sondern du hattest ja sowas dann auch immer bei allen Metal-Bands und so weiter. Das war ja war ein wichtiger Aspekt auch davon und so. Und oder die Titelblätter in Fantasy-Romanen, die häufig auch so gestaltet waren. Genau. Das war halt Déjà-vu. Ich habe den Drachen 1 doch gelesen. Jetzt, wo du davon erzählt hast, ich habe ihn tatsächlich verdrängt gehabt. Aber jetzt also
sowohl als die Anzeige sehe, als auch diese ersten fünf Seiten, weil ich weiß nämlich, ich stand im Laden, ja, habe die ersten Seiten aufgeschlagen und, ja, gedacht, was ist denn das für ein langweiliger Quatsch? Ja. Da war nämlich genau diese Einführung über, wer bin ich, wer bist du, was machst du? Und ich sage, das weiß ich doch, was ich will. Wo sind denn jetzt die Werte für die neuen Goblins und irgendwie, keine Ahnung, wo ist denn das Abenteuer? Da brauche ich dich gar nicht zu, ne? Ja, genau. Genau. Und dann hat mir das aber der Verkäufer damals aufgeschwätzt, glaube ich, oder irgendwie billiger gegeben. Also ich glaube, das war dann schon in der Zeit, als das vielleicht schon ein bisschen rumlag, vermutlich. Die Wahrscheinlichkeit ist leider hoch. Ich meine, das mit, ich gebe dir auch eine D-Mark. Das Heft hat 4 Mark gekostet. Und 4 Mark, da für 6,80 Mark, wie wir hier auf der Anzeige sehen, kriegst du dann auch schon ein Abenteuer in der Ende-Buch. Was natürlich deutlich wertiger ist. Auf jeden Fall mal spannend fand ich das auch so zu sehen, so wie halt Werbung damals eben auch aussah. Ja. So klassische, das ist eine klassische Ladenwerbung. Die kenne ich aus ganz vielen anderen Magazinen. Die sahen wirklich gerne so aus. Bis in die 90er sahen die so aus. Also ja. Das ist einfach nur im Prinzip deren Bestellliste genommen, Preis ausgetauscht und als Werbeanzeige wieder geschaltet. Und alles, was man braucht. Dann geht's weiter hier in dem Magazin mit Romanen. Also wirklich genau das. Das ist dann plötzlich, ist das ein Romanmagazin. Stein der Macht habe ich. Ja, Stein der Macht, Fane und so. Also das kommt hier noch mehrfach. Also werden dann Romansachen dann reingemischt. Und die sind ja auch, ich sag mal, also ich weiß nicht, ob man zwingend das Romancover in Originalgröße hier drin braucht. Das ist ja schon ein bisschen Platzschinden, ne? Damit, egal. Da frage ich mich, ist das tatsächlich redaktioneller Content oder vielleicht möglicherweise ein Product Placement? Also ich befürchte, für Leute, die dann Bücher in Preisausschreiben stecken und so. Es ist redaktioneller Content im Sinne von dem, wie genau das, dafür kriegen sie Bücher und so weiter und so fort. Aber es ist keine klassische Werbung. Es gibt auch klassische Werbung hier drin. Ja, gut, auf der anderen Seite, Buchcover zu zeigen, das war durchaus üblich, auch früher bei Rezensionen, die groß zu zeigen und so weiter, einfach weil man konnte ja die Bücher sonst nicht identifizieren. Mehr so in der Größe. Ja, also ja, nicht ganz so. Nicht in Vollgröße, bitte. Ja. Wie gesagt, da ist das ganze Heft auch voll. Bericht vom, das fand ich wiederum spannend, Rollenspieltreffen in Hamburg vom Start 3. Oh. Bericht vom Start 3. Samstag, 11. Februar 1984. Start 3. Und am interessantesten finde ich ja da drin tatsächlich einfach auch, was passiert da und von wie vielen Leuten reden wir. Und das Start war damals ja das Größte, was du in Deutschland hattest, also gerade zu der Zeit. Mit 150 Teilnehmern können die Veranstalter einen neuen Anstieg der Teilnehmerzahlen verbuchen. Beim ersten Start 70, beim zweiten Start 100, beim dritten 150. Also das finde ich auch mal unglaublich interessant, weil von wie vielen Leuten wir hier reden, weil dann, ich kenne die Zahlen, die dann eben später ja natürlich gekommen sind, dann eben gerade dann Mitte, Ende 80er, eher dann Ende 80er, wo du ganz andere Zahlen hattest. Da bist du dann plötzlich bei 1000 Leuten oder sowas. Also das heißt, die Szene ist wirklich von diesem, wir reden hier immer noch von 84, bis Ende der 80er ist die komplett explodiert in Deutschland. Ja. Also auch in diesem Bereich. Meine ersten 4 oder 5 Cons haben alle in Jugendherbergen stattgefunden. Ja. Also da gab es halt ein paar Räume, aber also das war halt immer noch, also das war so größenordnungsmäßig irgendwie 2 Klassenfahrten oder so. Ja. Also das war so das, was du hattest. Und das waren selbst diese also ich beim unendlichen Spiel, so Magira, da waren dann schon, keine Ahnung, auch 60, 80 Leute da oder sowas. Aber das war einfach völlig normal. Also diese Idee, dass zum Beispiel überhaupt es sich lohnen würde, also dass sowas wie einen Messestand gibt oder diese ganzen Sachen, die heutzutage dazugehören, das gab es alles überhaupt nicht. Da hatte manchmal jemand einen Tisch, der halt dann ein paar Sachen verkauft hat. Aber da hatte tatsächlich, der saß und hatte einen Tisch vor sich. Das waren dann meistens auch Läden, die das durchaus organisiert haben. Also es war ja nicht ungewöhnlich, dass du dann eben Läden hattest, die das organisiert haben und dann auch noch Dinge da verkauft haben. Ja. Das kann ich mich noch gut dran erinnern. Also auf jeden Fall großartig und auch das Programm finde ich gut. Neben einem offiziellen Advanced Dungeons & Dragons Turnier mit 6 Spielrunden gab es noch 7 Spielrunden D&D Anfänger und Fortgeschrittene und jeweils eine Spielrunde Traveler und Top Secret. Bam! Die haben Top Secret gespielt? Ja, eine Spielrunde. Ja, ich meine, hey. Aber auch das ist ja Klassiker der Zeit, die Turniere. Turniere. War ganz groß. Wobei das relativ schnell verschwindet. Das gibt es die ersten 2, 3 Jahre und danach
Instant waren die weg. Dann waren die weg in Deutschland. Ja. Amerika hat sich das länger gehalten. Da war es ja auch sehr lange. Da war es ja seit Anbeginn waren das Turnierspiele auch. Aber machen wir mal weiter. Wir haben schon die halbe Zeit rum und haben noch nicht mal das erste Hälfte zur Hälfte rum. Müssen wir mal gucken. Dann kommt eine weitere Seite, auch sehr schön, der Abenteuer-Stammtisch. Die Überschriften dessen, um was es geht, sieht man übrigens nur hier oben, also für die Kolumnen. Da muss man sich echt anstrengen, weil die eigentliche Überschrift hat nur bedingt was damit zu tun. Also die ist eher prosaisch-deskriptiv. Das hier oben ist der eigentliche Titel. Das ändert sich auch im Laufe des Ganzen. Also das heißt, wir haben so eine FAQ-Seite, auch das ja klar, also so was, was ich auch von so einem Magazin durchaus erwarte. Und das beginnt erstmal total abgefahren. Also die wird vom Herrn Log betreut. Und die ersten Fragen drehen sich eigentlich allesamt um AD&D, die er hier drin hat. Ich gehe davon aus, er selbst hat wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich D&D gespielt, sondern war eigentlich schon AD&D-Spieler zu der Zeit und hat halt ein paar Fragen dann sich aus den Fingern irgendwie gesaugt dann dabei oder Fragen, die vielleicht auch in den Verlag irgendwie gestellt wurden. Aber die drehen sich eigentlich fast alle um AD&D. Und dann aber auch so geile Antworten zum Teil mit dem Palast der Silberprinzessin, das hat Spielerzahl 10 angegeben, wir sind nur 5. Und dann kommt dann eine Antwort dazu, dass das, er hält das eh für Quatsch, weil wer hat denn Platz für 11 Leute zu Hause, weil man darf ja auch den Spielleiter nicht vergessen und so weiter und so fort. Also geile Antworten, wie was damals eben, was die Fragen angeht. Das war noch ungeschliffen und ungefiltert, ohne Social Media Angst. Ja. Einfach mal so richtig reingeklaut. Customer Service, schreiben, was man wirklich denkt. Großartig. Dann kommt hier auch eine ganz wichtige Seite aus der Zeit, nämlich der D&D-Bund, Gemeinschaft der Fantasy-Rollenspieler. Hier wird dazu aufgerufen, dass wir dass wir unseren eigenen Club gründen. Das hat ja auch. Das hat ja DSA dann auch gemacht, sehr erfolgreich, aber D&D hat das meines Wissens nach früher gemacht. Also dieser D&D-Bund, das Aufrufen zu den Clubs. Und das ist natürlich auch mal eine schöne Seite gefüllt, ne? Wer kann das sein? Und da geht's dann hier weiter mit Filmen. Also das ist dann die unendliche Geschichte mit Bericht über unendliche Geschichte. Dann mehr nochmal fantastische Bibliothek. Was könnte das sein? Mehr Romane. Also das kommt ganz, ganz viel Romane, Fantasy-Literatur. Und dann kommt nochmal wirklich auch ein Beitrag, der, also ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich in diesem ganzen Heft der einzige Beitrag, den ich in so einem Heft erwartet hätte, wenn ich schon als D&D-Spieler dazugekommen wäre, nämlich Abenteuer selbst gemacht mit Tipps und Hilfen für die Entwicklung eigener Abenteuer mit dem D&D-Basisset. Bam. Mhm. Von einem gewissen Herrn Körner. Mhm. Genau. Und der beschreibt er halt auf 4 Seiten, wie man das macht. Also wie entwerfe ich ein Abenteuer, dann entwerfe ich erstmal den Hauptgegner, dann kriegt er einen Schatz, dann müssen wir den Spielern Motivation geben, warum sie das tun, dann werden Gerüchte gebaut. Auch das, also die Logik der damaligen Zeit. Wir brauchen diese Gerüchte. Warum? Ja, die braucht man. Punkt. Wie sollen die Leute sonst davon mitkriegen, wenn die Spieler in die Kneipe kommen? Genau. Ja, eben. Ja. Weil irgendwie müssen sie ja auf den Boss-Mob aufmerksam werden. So, und dann malen wir das dazu passende Dungeon. Also, es ist jetzt halt sehr straight, sehr basic. Es sind doch nur 4 Seiten. Also, und insofern soll es ja auch nur als Anleitung dazu dienen. Ja, hast du mal nachgeguckt, ob die Anleitung des Wie male ich einen Dungeon und wie baue ich ein Abenteuer nicht aus dem Expertenset dann aus dem Spielleiterteil kommt? Weil da war ja auch das, denn wie baue ich eigentlich eigene Abenteuer? Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass es das ist. Also, aber ich habe es jetzt nicht extra nachgeguckt. Ja, okay, aber das hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn er im Prinzip dann, ja, ich nehme den Text, ich formuliere ihn noch ein bisschen um und mache einen Artikel. Das glaube ich wiederum nicht, weil ich glaube, das ist eben genau der Anspruch von denen gewesen. Die haben, also man muss ja sehen, das ist jetzt eine Publikation, die im Rahmen eines Verlags der D&D rausbringt, erscheint, oder? Mhm. Das ist so. Ja, das parallel zum Dragon ist. Der Dragon wäre also, und die Leute, die da mitarbeiten, sind zu einem erklecklichen Teil Übersetzer eben jener Publikation. Hm. Das Einzige, was sie nicht gemacht haben, ist den Dragon zu nehmen und zu übersetzen. Ja. Jeder von diesen Texten ist ja sozusagen deutsch, ja. Also in many ways deutsch, und selbst geschrieben und aus einem eigenen Anspruch heraus und mit einer vielleicht auch etwas anderen Zielgruppe, also nämlich, ich glaube, die Zielgruppe waren in Wahrheit sie selbst, also
Ja. In ja. hohem Maße, die Leute, die es geschrieben haben, fanden das gut, was da drin stand. Und ich glaube, das war an den generellen Leuten etwas vorbei. Ja. Aber das finde ich schon extrem seltsam. Also zu sagen, hey, wir haben da diese Vorlage, die wollen das auch so machen. Und das machen wir, indem wir was völlig anderes tun. Und das entwickelt sich aber noch weiter. Also jetzt lasst uns mit dem mal abschließen. Heft 1, ja, okay. Jetzt haben wir so einen Eindruck da drin. Verstehe ich, musste irgendwie fertig werden, sollte raus und hin und her. Was man ja auch nicht vergessen darf, ist, die Leute, die daran mitgearbeitet haben, waren bis auf wenige Ausnahmen wirklich jung. Mhm. Also im Sinne von wirklich jung. Also Leute... Gerade im Berufsleben angekommen. Ja, gerade, also wirklich gerade im Berufsleben angekommen. Also die waren alle, da waren vielleicht bis auf wenige Ausnahmen, also gerade die Leute, die jetzt hier gar nicht mehr mit erwähnt sind und so weiter, war ja kaum einer älter als, also im besten Falle Mitte 20. Mhm. Wenn überhaupt so alt. Also. Und man muss sagen, es ist eine, also Zeitschriften machen war damals teuer. Also es ist einfach ein teurer, also weil die Seiten und außen und so weiter, Vierfarb, alles teuer. Und was sie sicherlich gemacht haben, ist, sie haben das gemacht, was man klassischerweise macht. Da haben sie bestimmt jemanden gehabt, der sie beraten hat. Was mache ich, wenn ich ein Magazin aufmache? Ich check erstmal, wer meine Werbekunden sind. Ja. Kriege ich sozusagen genügend Werbung in das Ding rein, um es zu refinanzieren? Ja. Und das hat ja funktioniert. Also das erste Heft ist voll mit Werbung, aber in erster Linie, wie gesagt, Romanwerbung. Das hatte ich ja schon gesagt. Ja. Das lässt nach in den späteren Heften. Ich bin mir auch sicher, wie gesagt, dass das was mit den Connections zu tun hatte, die eben da noch existiert haben, von der frühen Übersetzungstätigkeit und hin und her. Und ja, also nur weil man DSA gemacht hat, heißt das ja nicht, dass man nicht da auch noch die Connections nutzen kann. Ja. Klar, die Frage ist halt auch, also neben dem Tatsache, dass das Magazine machen teuer war ja der Knackpunkt immer der Vertrieb. Mhm. Und in der Zeit war der Vertrieb, und das ist ja auch heute noch so mit Magazinen, du musst zu den Grossisten, du musst in den Bahnhofsbuchhandel und so weiter und so weiter, um überhaupt eine realistische Chance auf eine akzeptable Auflage zu haben. Ja. Und da ist für mich tatsächlich die Frage, waren die zumindest mit Exemplar 1 über die Grossisten verfügbar? Weil, also ich meine, aussortiert wirst du wahnsinnig schnell. Also wenn Bahnhof merkt, nach einem Monat, das Magazin ist nicht gegangen, dann fliegst du auch wieder raus. Aber da ist halt die Frage, ob sie zumindest bei Heft 1 schon drin waren, weil FSV war jetzt nicht bekannt dafür, dass sie massiv viele Magazine machen, ich meine, sondern die FSV Fantasy Spiele Verlags GmbH war ja ein reines eine reine Hülle von Ass, die nichts anderes gemacht hat, als eben diese Fantasy Rollenspiele rauszubringen. Ja. Also von daher, die hatte da mit Sicherheit keine ureigenen Connections, weil das war ja eine recht frische. Ja, und Ass auch nicht, weil Ass war ein Spielekartenverlag. Also ja, die hatten damit nichts zu tun. Also das ist mit dem eigentlichen Crosso hatten die nichts zu tun. Gehen wir mal weiter. Heft 2, der ist dann im Juli rausgekommen, 1984, steht zumindest so drauf. Ich bin mir sicher, dass ich das hatte, alleine schon vom Cover, ja. Das hatten wir, glaube ich, hatten viele von uns, weil das war, wie gesagt, irgendwann mal mit in der Box drin. Das war das muss dann wahrscheinlich, ich schätze mal, in der zweiten Auflage der roten Box hattest du dieses Heft mit drin. Mhm. Kann auch sein, dass das in der blauen Box war, das weiß ich gar nicht mehr genau. Aber egal wie, das Heft, ja, das ist auch das, was ich am intensivsten in Erinnerung habe. Also hier, das Heft hatte übrigens 32 Seiten, das hier ist dann dicker, witzigerweise, aber nur vom Gefühl. Also es ist dickeres Papier, also wertiger gemacht, aber im Endeffekt trotzdem nur wieder 32 Seiten. Aber das hier hatte halt schon so ein bisschen so ein Pamphlet-Charakter. Ja? Und das hier fühlt sich dann an, wie ein Magazin damals aus der Zeit durchaus eben sein kann. Was haben wir drin? Es beginnt wieder mit einer ähnlichen Einleitung. Diesmal nicht damit, was ist Rollenspiel, sondern mit einer aus meiner Sicht sogar noch, also fast schon sinnloseren Einleitung, nämlich Her mit den Helden. Zwei Seiten über die Charaktererschaffung in D&D mit einer Beispielerschaffung eines Zwergs. Mal davon abgesehen, dass dieses Bild hier wirklich eigen ist, aber die Bildqualität in diesem Heft ist sowieso, also wechselbar. Wir brauchen noch eine Zeichnung. Das ist mit Sicherheit da von irgendjemandem direkt selbst handgemalt worden. Und dann hast du auch so einen wunderschönen, hier selbst ausgefüllten Charakterbogen inklusive dem Porträt.
Ganz wichtig. Dem Zwergenkopf mit der Axt, ne? Und dann wird hier einfach nichts anderes gemacht, als die schon echt nicht schwierige Charaktererschaffung von D&D noch mal auf eine Seite. Ja, zwei Seiten dazu bringen. Heute würde man sagen, wir haben noch Platz, mach irgendwas, ganz schnell. Wir müssen was zur Einführung machen. Also, jetzt haben wir mehr Material, was dem Heft auch mit vorkommt, nämlich dann einen Abschnitt über Begegnungen. Das ist auch zum Beispiel wieder so, finde ich, so total toll, das ist der Titel, Begegnung. Mhm. Und der gehört zur Sparte, also zur Rubrik Fantasy-Rollenspiele. Ja, in einem Magazin über Fantasy-Rollenspiele finde ich das jetzt wenig überraschend. Ja, ja. Wir haben ja schon gelernt, es gibt auch die Rubrik über Romane und Filme und... Ja, auch Computer, Fantasy und so weiter, kommt alles. Begegnung, und das ist ein Abschnitt, der durchaus interessant sein kann. Also hat jetzt wenig Crunch auf den Rippen, aber es sind anderthalb Seiten über, wie kann man mit Monstern agieren? Also warum sollten Monster so agieren, wie sie reagieren? Also versetzt sich in die Lage des Monsters, in welcher Lage befindet sich das Monster, womit ist das Monster gerade beschäftigt, welches Ziel hat sich das Monster selbst gesteckt, welchen Eindruck macht der Sprecher der Spielgruppe auf das Monster? Nur der Sprecher, nicht der Rest. Wie verhält sich das? Also bis auf den letzten Satz hätte ich gesagt, das ist extrem progressiv für irgendwie die Mitte der 80er Jahre. Das stand aber schon in der Redbox im Endeffekt ganz ähnlich drin. Das hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Also das ist die Redbox ist da weiter, als wir das heute gerne eben in Erinnerung haben. Das war da schon durchaus mit drin. Insofern ist das hier auch nur eine, sagen wir mal, es ist ein Stück weit eine ein Rezitieren dessen, was da drin ist, mit anderen Worten. Sag doch ruhig wieder Coin. Ich wollte es nicht ganz so hart ausdrücken, aber am Ende des Tages ist es auch da nicht wirklich viel weiter. Dann, auch das interessant, eine Liste mit den D&D-Händlern der Zeit. Das war lange Zeit in den Magazinen echt wichtig. Wichtig, ja. Das war richtig wichtig. Ja. Und das ist gar nicht viel. Also das heißt, hier auf der Liste sind es vielleicht gerade mal 25 Läden. Damalige Zeit. Ja, also guck mal drauf, wen gibt es denn davon noch? Ich habe schon mal drüber geguckt, ganz ehrlich, von den Leuten hier kenne ich persönlich aktiv keinen mehr. Also, da sind so witzige Sachen noch dabei wie Welt der Spiele, Talstraße 61. Ja. Gott. Das ist echt lange her. Das ist echt lange her. So, dann Gedanken über Charakterklassen. Auch wieder von Herrn Eberhard von Staden. Da hat er noch mitgewirkt, in den nachfolgenden Heften dann nicht mehr. Und da geht es dann, und da wird es auch wieder interessant, weil da geht es um, also allgemein, wie baut man einen Kämpfer, wie kann man den interessanter gestalten, gerade auch im Hinblick auf Gesinnung. Und zwar geht er dann auch auf die AD&D-Gesinnung ein, nämlich mit rechtschaffend und dann gut, böse und so weiter und so fort. Was aber in einem Magazin, was sich ja eigentlich mit D&D beschäftigt, weil zu diesem Zeitpunkt haben wir gar kein AD&D, eher auch nur bedingt hilfreich ist. Ne? Also. Wenig. Ich habe mal alles englische AD&D gespielt. Ja, wenn du das nicht spielst, konntest du damit auch nicht so richtig viel anfangen. Und dann geht es dann auch um so Dinge wie, ja, dann gib ihm doch eher der muss nicht so ein einfältiger Charakter sein, sondern der kann ja zum Beispiel auch einen anderen Charakterzug haben, der kann auch eine diabolische Seite haben und hin und her. Das ist aber alles nicht das, was ich als Kind zu der Zeit beim Rollenspiel gespielt habe. Also das sind alles Impulse, da konnte ich als Zwölfjähriger nichts mit anfangen. Ja, nee, aber das geht ja auch nicht, also das ging vielleicht dann eben nicht an dich, sondern dann halt vielleicht eher an mich, weil das genau diese Jahresunterschiede sind. Absolut, keine Frage. Weil das sind nämlich die Leute, also weil ich weiß, dass wir, also weil uns D&D sozusagen dann zu kindisch wurde, sind wir auf AD&D umgestiegen oder zu simpel wurde und abstrus, da haben wir schon über die Boxen geredet, sind wir auf AD&D umgestiegen und bei den AD&D-Sachen geht es ja schon auch um eine Vertiefung, Ausdifferenzierung. Und ich glaube, man muss einfach sagen, dass die Leute, die es geschrieben haben, wie gesagt, haben für sich geschrieben und die waren schon weg von dem D&D, was sie eigentlich da verkauft haben, sozusagen. Das ist nämlich genau der Punkt. Wir haben nur das D&D-Produkt am Markt, reden aber über das, was eigentlich besser ist. Ja. Was es aber nicht gibt. Was schon lustig ist, weil das
Auch das würde heutzutage nicht mehr ohne weiteres passieren. Aber das ist ja schon eigentlich cool zu sagen, naja gut, jetzt mal ernsthaft, Leute, wir spielen doch eher da AD&D. Also ja, lass uns mal darüber sprechen, was die Leute wirklich interessiert, ja, statt diesen Kinderquatsch da. Ja, und das ist, ich verstehe, dass das dann auch auf Leute wie dich durchaus abzielt, aber dich hatten sie ja schon als potenziellen Kunden für dieses Magazin verloren gehabt. Ja. Genau, ja, das ist halt das andere. Also das ist eben, das ist wieder, also das, ein Magazin sucht seine Zielgruppe, ja, ist schon schwierig. Genau, konsequent, inkonsequent, könnte man sagen. Das ist, dann geht's weiter auch mit Sachen wie Computerdinge, XX Turtle in Enchanter. Oh. Okay. Als Diskette für den Commodore 64 erhältlich. Ja. Genau, wollte ich gerade sagen, es hört sich nach C64 an, ja, genau. Wunderbar. Dann kommt auch wieder ein echt... Mein Gott, ist das lange her. Ja, ist geil, oder? Ich meine, hey, wie gesagt, Retro-Flash vom Feinsten. Das erste Drachenfest. Die Werbung fürs erste Drachenfest. Da kommen wir später noch zu, wie groß das Drachenfest eigentlich war. Aber allein dadurch, dass es hier in diesem Magazin mit vorkommt und so weiter und so fort, hat es in meiner oder unserer Vorstellung damals als Spielgruppe einen riesen Status eingenommen. Mhm. Das war das Drachenfest. Also hier offizielles und so weiter und so fort und hin und her. Ja. Große Werbung und damit Vorstellung von Sternengarde. Da hat man dann zum ersten Mal durch dieses Magazin überhaupt von gehört. Ne? Also groß. Dann wieder Fantasy-Filmbuch bei Heine und so weiter. Also wieder Werbung und irgendwie was. Also unter der Rubrik Fantasy-Szene. Jo, alles klar. Da können wir auch so ziemlich alles drunter packen. Und dann kommt das erste Mini-Modul in diesem Heft. Das wäre ja etwas, was ich durchaus da drin auch erwarten würde und sowas. Mini-Modul Die Villa. Also finde ich auch ein ultra kreativer Titel. Geht was ab. Und ich finde diesen Anfangsteil, also da muss was schiefgegangen sein. Dieser weiße Kasten. Da fehlt die Grafikrechnung oder irgendwas. Da ist die Vito nicht abgezogen worden irgendwie. Da ist irgendwas schiefgegangen, weil das ist eine interessante Gestaltung von Weißraum. Mhm. Das, ja. Oder da steht irgendwo was Kleingedrucktes, malen Sie sich selber hier. Malen nach Zahlen steht da, genau. Nein. Genau, hier können Sie eine Villa reinmalen. Übrigens zur Anmerkung zur AD&D. Also das Spielerhandbuch Deutsch erschien 83. Also es war durchaus im Markt erhältlich. Was? Nein. Advanced Dungeons & Dragons Spielerhandbuch? Nein. 83. Das ist aber falsch. Also das kann da nicht rausgekommen sein. Also weil die D&D-Box kam definitiv früher raus. Also Second Edition kam 87, 88, das weiß ich, aber muss noch mal gucken. Also dass da wegen mir steht da Copyright 83 drin. Das kann natürlich das sein. Das sagt aber erstmal gar nichts, weil da steht dann auch mal gerne das Copyright der amerikanischen Originalausgabe drin von der Version und so weiter und so fort. Also mit dem Cover und so weiter und so. Also nee, da bin ich nicht dabei. Da bin ich nicht dabei, dass das 83 rausgekommen ist. Ich prüfe das nach. Das kann ich mir so nicht vorstellen. Dann wird das Ganze natürlich auch deswegen ein ganz klein bisschen schwierig in der Nutzung, weil hier geht es bis Raum 3. Dann geht es hier auf der Seite weiter. Was? Und dann geht es hier wieder weiter. Okay, die zwei Seiten sind vertauscht. Vollkommen durcheinander geraten. Die zwei Seiten sind vertauscht worden. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich das damals sehr verwirrend fand. Und dann kommt, und das habe ich auch wieder als Einblendung, liebe Inge, wenn du mal die Einblendung 2 reinnehmen könntest, die finde ich auch großartig, dann in einem offiziellen Magazin der Plan. Also der Plan zum Minimodul. Ja. Der ist in einer Intensität handgezeichnet. Gut, aber das war ja auch damals normal. Also das ist jetzt, finde ich jetzt, also ist es ja. Aber es ist sogar auf diesem lustigen Karo-Papier gezeichnet, was damals als Extrapapier mitkam. Mit den größeren also Kästchen, normales Kästchenpapier, das du irgendwo genommen hast, das mit den extra dicken Linien. Ja. Das ist State of the Art, möchte ich sagen. Also. Aber es ist halt, wenn du die normalen Module hast, ist das halt hier schon nochmal was anderes. Also das heißt, da sind wir am Ende des Tages halt trotz all dem Slash of Fancy-Niveau. Das ist absolut, das ist Fernsehen. Also das ist State of the Art für ein Magazin. Also so sah Magazin Sachen aus. Für ein Magazin. So, dann geht das hier weiter mit auch echt spannender Werbung, so wie für Flugreisen in die USA.
Ist natürlich auch was, was man echt gebrauchen kann, wenn man halt D&D-Kit ist. Man will Gen-Con fliegen möchte. Ja. Genau. Zum Gen-Con möchte. Dann Kurzgeschichten. Auch das war ja immer eine großartige Geschichte. Leute schickt uns Kurzgeschichten und so weiter. Ja, die billigster Content, wo gibt. Liest zwar keiner in diesem Magazin, aber gibt dir die Möglichkeit, abgedruckt zu werden. Und jetzt kommen wir zu was Überraschendem. Das hat mich wirklich überrascht. Liebe Inge, kannst du mal Einblendung 3 reinwerfen? Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt, ja, ich auch. Ja. Im Heft 2, Originalwerbung für das schwarze Auge. Yay! Das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Das hat mich auch echt überrascht. Und auch mit so tollen Sachen wie: Das schwarze Auge ist das erste Fantasy-Rollenspiel, das von einem deutschen Autorenteam erdacht und verfasst wurde. Puh. Mhm. Ach, mal ein weiter Wurf. Also ich glaube, da haben sich ein, zwei andere wahrscheinlich ein ganz kleines bisschen dran gestoßen. Gut, das wird dem Herrn Franke so nicht gefallen haben, vermutlich, ja. Aber okay. Ja. Und mittlerweile wissen wir auch, mit dem Erdacht ist das ja auch noch bedingt so. Ja, Erdacht ist schon weitergeführt und so. Verfasst, also, ja. Da ist eine Menge spannendes Zeug drin. Dann haben wir wieder den Abenteuer-Stammtisch. Das muss man auch echt suchen. Das steht dann nur hier oben, dass das der Abenteuer-Stammtisch ist. Ansonsten ist das einfach eine Seite mit Blur und wieder viel Weißraum zum selber weiterschreiben. Also entweder ja, sind die in Zeichnung abhanden gekommen oder die haben ein Füllproblem gehabt und haben gesagt, wir drucken trotzdem. Wollte ich auch mal sagen, das war bestimmt der Anzeigenraum. Also oben hätte ich doch gedacht, das ist vergessen worden, aber das könnte auch der Anzeigenraum einfach sein. Ja. Folgt also, aber auch nicht von der hohen Sorgfalt in der Erstellung. Auch das wirklich ganz, ganz hervorragende Themen, also weil eine riesige Antwort, als jemand nachfragt, sag mal, ist das eigentlich auch okay, wenn ich meinen Charakter direkt auf Level 2 erschaffe und dann von der Ausrüstung was nehme, wo ich davon ausgehe, dass ich schon ein bisschen Schätze habe. Da gibt es eine Antwort, die geht über fast, also von diesem ganzen Drum und Dran ist das fast ein Drittel. Wo er dann beschreibt, so von wegen, hey, und damit nimmst du dir total den Spielspaß und so weiter und so fort. Und es ist total wichtig, dass man das eben dann noch ausspielt und dam, dam, dam. Und dann geht das dann vom Hundertsten ins Tausende, inklusive, natürlich bringt jeder Charakter Erfahrung mit sich, denn man fängt ja nicht in der Wiege an zu spielen. Und dann geht er da die weiter. Sind ja auf Level 1 sind die ja schon erfahren. Ja, genau. Und werden wir Bauern. Aber, und dann irgendwann kommt so von wegen, aber grundlegend ist es erlaubt, ja. Also, hervorragend. Also, die moralische Keule, dass er überhaupt gefragt hat und dann ganz am Ende, aber erlaubt ist es. Nee, irgendwo mittendrin und dann eine Begründung, warum es trotzdem nicht gut ist. Also, nein, solltest du nicht machen, weil. Aber es ist erlaubt. Aber eigentlich ist es doch nicht gut. Deswegen so. Lieber Chat, ihr seht, Gatekeeping gab es schon in den 80ern. Echt, du Mann. Aber das finde ich aber, das ist sehr typisch für die Ernsthaftigkeit, mit der diese Fragen verhandelt wurden. Also das ist ja kein, also heute lachen wir drüber, weil wir so, haha, man muss nicht mal mehr ein Level haben und kann trotzdem Rollenspiel machen. Aber das war damals, war das schon eine andere Nummer. Also auf Level 2 anfangen, das ist schon so ein bisschen wie Fragen, ob man beim Fußball auch mit der Hand spielen kann und ob man stattdessen irgendwie ein Viereck benutzen darf statt dem Ball. Also das geht schon sehr am Grundspiel vorbei und ich kann völlig verstehen, dass es eine lange Ausführung braucht. Ja, also, und das, obwohl auch zwischendrin immer mal wieder gesagt wird, so von wegen, aber grundlegend kann der Spielleiter kann alles entscheiden, aber das nicht! Aber es ist echt gefährlich. Also, damit kann man das Spiel schon, da kann man sich den Spielspaß mit kaputt machen. Ja, geht schon schnell. Okay. Also aber wie gesagt, ich fand es einfach mal, fand ich sehr, sehr. Viel spaßiger ist es mit 4 Treffern. Die anderen sind alle schon Stufe 2 und jetzt darf ich nicht auf Stufe 2 anfangen. Nee, du musstest auf Stufe 1 anfangen. Ich hatte ja mal die Story erzählt, dass mein Charakter gestorben war, musste ich den wieder komplett durchspielen, musste dann zu Hause alle Abenteuer alleine spielen, bis ich wieder auf dem Level war. Nein, egal. Geschichte, ernsthaft? Ja, kein Scheiß. Okay, ich kannte die Geschichte noch nicht. Okay. Das will ich auch nicht näher drauf eingehen, es war traumatisiert. Dann haben wir natürlich mehr Romane, wobei es schon weniger ist als im ersten Heft. Und dann willkommen im D&D-Bund und die ersten 35 D&D-Clubs. Wie sich das gehört, natürlich mit allen Daten, Adressen, Namen und was dazugehört. Datenschutz, my ass. Und dann kommt. Du musst die anschreiben können für die Brieffreundschaft. Genau. Richtig. Das ist ganz wichtig. Damals war das echt wichtig. Und dann, liebe Inge, mal bitte Nummer 4, Bild Nummer 4. Da bin ich mir fast sicher, dass es aus dem Dragon irgendwie ist. Wenn nicht direkt aus dem Dragon, dann zumindest inspiriert. Das war ein typisches Comic, so wie ich das damals eben auch aus dem Dragon kannte. Dragon. Ja. Also, wir sehen den Magier und dann, der dann sein Schild und Pfeil zaubert. Mit dem Ergebnis dazu. Dass er ein Schild mit einem Pfeil nach oben hat. Ihr seht, und ich stimme zu, das war die Sorte witziger Humor-Comics, die zu der Zeit typisch war.
Deswegen habe ich es mit reingenommen, weil das kenne ich aus vielen Dingen, inklusive Dragon und Ähnlichem. Ja, Dinge wörtlich nehmen. Das hat sich ja später aus, noch bis in Knights of the Dinner Table weitergetragen, dieses wir nehmen Dinge wörtlich. Und ich muss zugeben, ich fand die Sachen damals wirklich amüsant. Heute finde ich sie... Finde ich immer noch ein Brüller hier, aber trotzdem, es sieht deutsch aus, muss ich sagen. Es sieht deutsch aus. Ja, oder? Aber es ist zumindest sehr inspiriert, finde ich. Wie gesagt, sehr typisch für seine Zeit. Ja. Aber das Coolste aus diesem Heft ist eindeutig Einblendung Nummer 5, liebe Inge. Weil die hat mich echt fertig gemacht. Da weiß ich bis heute nicht, was sie mir sagen soll. Ich habe mir echt Gedanken drüber gemacht, aber ich krieg's nicht gerafft. Das ist die letzte Seite in diesem Heft drin. So, und da sind Bilder von den Plastikfiguren. Also die habt ihr vielleicht mal von gehört. Es gab ja von D&D mal so Plastikfiguren. Begehrte Sammlerstücke sind mit einiger Sicherheit bald die wunderbaren Advanced D&D-Plastikfiguren von TSA. Die farbenfrohen NPCs und Monster sind hervorragend geeignet, um die Fantasie der Fantasy-Rollenspieler anzuregen. Da TSA, der amerikanische Hersteller von D&D und vielen anderen Rollenspielen, nur eine begrenzte Stückzahl der Sammel- und Spielobjekte hat herstellen lassen, dürfen die Figuren nur eine bestimmte Zeit erhältlich sein. Insgesamt gibt es 24 verschiedene Figurensets. Die Palette der Persönlichkeiten reicht vom geharnischten Kriegsmann über normale Allerwelts-Orks und tobende Peitschenmonster bis zum exotischen Neo-Otjük. Hervorragend machen sich diese Plastikfiguren auch auf den Motorhauben der Automobile und kennzeichnen den Fahrer als Fantasy-Rollenspieler. Amber Hulk statt Jaguar. Und das war's. Ja. Da ist... Ist das Werbung? Ist das Satire? Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich fürchte, es ist keine Satire. Ich glaube, es ist ein Public Radio Announcement Ding. Es ist wirklich eine Information, die relevant ist, weil bald gibt es die ja. Also die gibt es jetzt noch, aber dann schon nicht mehr. Und die sind bestimmt cool. Also wenn ihr sie seht, kauft sie euch. Das ist letztendlich die Message. Wenn ihr sie seht, kauft sie aber euch. Aber da steht nicht aber dabei. Gibt sie halt auch nicht. Wo kriege ich die? Gibt es die überhaupt wirklich? Was ist das? Also das Ding hat mich, also ich finde das heute noch puzzling. Also unabhängig davon, ja, ich habe von denen auch irgendwann mal gehört. Mich würde mal wirklich interessieren, ob die überhaupt irgendjemand in Deutschland gekriegt hat. Ich habe die schon mal gesehen. Also doch, die gibt's. In Deutschland? Ja, ja. Da hat man jemanden, der hatte die mal dabei. Das war wieder so eine Ami-Code-Action, irgendwie sowas wie hier bei Jan Schmid, so direkt aus der Kaserne entführt. Jemand, der diesen Artikel gelesen hat und dann die Werbung für die amerikanische Fluglinie genutzt hat, um dann rüber zu fliegen, um diese Dinger zu kaufen. Genau. Auf dem J-Con. Ja, genau so lief das, ich bin mir ganz sicher. Also, das war Magazin 2. Magazin 2 enthält schon ein bisschen mehr Material, womit ich als Rollenspieler, also als aktiver Rollenspieler, was anfangen konnte, aber auch nicht wirklich viel. Nee. Also die Dichte an Material, mit dem ich was anfangen kann, ist echt erschütternd dünn. Mhm. Also du hast dieses Abenteuer da drin. Das ist ein bisschen vermurkst. Schade. Okay, kann ja mal passieren. Gehen wir über zu Heft Nummer 3. Das ist Oktober 1984. Ich möchte es an der Stelle direkt sagen, ich habe den nicht angemalt. Aber diese Magazine heute zu bekommen, ist nicht leicht. Ich möchte mich an dieser Stelle gleich direkt dazu äußern. Nein, ich habe da nicht reingemalt. Nein, man malt auch nicht in Bücher. Ich wollte jetzt gerade fragen, ist das ein ganz teurer Farbverlauf, den Sie da sehen? Ja, toll. Nee, das hat jemand angemalt. Das Cover ist aber... Die Cover sind aber Dragon-Cover, oder? Nee, das ist ein Puzzle. Das ist ein Puzzle von Ass. Da wird hier innen drin auch hingewiesen. Das Titelbild Magische Kugel ist bereits als Puzzlemotiv bei der Firma Ass Spielkarten Leinfelden erschienen. Nice. Und hier haben wir dann auch ein Bild von Ulrich Kaiser drin. Das ist nur so unscharf, dass es keinen Sinn gemacht hat, es einzuscannen. Mit Fliege und also echt spannendes Bild. Und ich würde mal schätzen, wenn ich mir ihn so angucke, ist der, wenn ich ihn jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, der ist 19. Das ist wahrscheinlich ein Bewerbungsfoto oder so. Nee, vor dem Drache, ja, vor dem Drache-Logo. Ah, okay. Also, von daher, echt, die Leute waren jung damals, also wirklich jung, so richtig jung. Und hatten vermutlich keine Erfahrung, keine Ausbildung, was Magazinbauen angeht, irgendwas, sondern wir wollen ein Magazin bauen, wir machen das jetzt. Dieses Heft geht, was die Papierqualität und die Dicke angeht, wieder zurück auf den Stil des Ersten. Also,
Das nur mal. Ich kann mir genau vorstellen, wie das passiert ist. Sag mal, spinnt ihr dickeres Papier nehmen beim nächsten Mal wieder günstigeres? Klick. Und hier ist ein Bericht über das erste Drachefest dann natürlich auch drin. Wrench. Also das erste offizielle Drachenfest, eine ganze Seite, das Rollenspielereignis 1984. Und da kamen insgesamt, festhalten, 100 Leute zusammen. Boah. Das war viel. Ja. Das war viel. Das war für die damalige Zeit auf jeden Fall großer Knaller. 100 Leute und was da alles gemacht wurde, was da passiert ist und so weiter und so fort. Das ist wirklich auch Geschichte. Also absolut Geschichte, die da geschrieben wurde. Und dann hier mit drin, und damit kann man sogar durchaus was anfangen, das Fallenlabyrinth der Diebesgilde. Das ist das Turnierabenteuer gewesen von diesem ersten Drachenfest. Direkt bei der Midgard-Werbung. Mit der Midgard-Werbung dabei. Ja, wie gesagt, es ist überall Werbung mit drin. Und mit dem vorgefertigten Charakter, den alle bekommen haben. Und hier dem Dungeon, um das es dabei ging. Also so das, wie das damals ablief, eben als Turnier. Ja. Aber das finde ich ist tatsächlich schon mal ein echter Fortschritt, weil ich habe direkt von Anfang an kein Material, von dem ich mir denke, so von wegen, okay, damit kann ich nichts anfangen. Also bis hierhin, auf jeden Fall schon mal cool. Geht dann weiter mit einem Interview mit Gary Gygax. Ja? Nice. Wer hat das geführt? Ja, das verraten sie uns nicht. Okay. Doch, Hans W. Janni. Sagt mir nichts. Irgendjemand, der ausreichend Englisch konnte. Würde ich auch sagen, ja. Und das ist also da entsprechend drei Seiten. Damit dann eine wundervolle Schwerter- und Dämonen-Werbeseite. Yay! Zum Thema, ne? Also Werbung von anderen Leuten. Und dann ist hier von Uli auch was drin, aber das ist auch jetzt keine echte, das ist kein echter Beitrag oder sowas, sondern das ist neue Abenteuer für Aventurien. Da sind einfach die nächsten drei Abenteuer für Aventurien vorgestellt. Nidime, durch das Tor der Welten, unter dem Nordlicht. Vom Autor da selbst. Neue Abenteuer in Aventurien. Also das ist bezahlter redaktioneller Inhalt, würde ich sagen. Also. Ja, aber cool. Sozusagen eine Werbevorstellung vom Autor selbst. Also ja, vom Autor selbst mit drin. Für die nächste Das kenne ich Abende. Sonst nur von Perioden aus der Zeit. Das ist ein guter Punkt, muss ich sagen. Also, und dann D&D-Händler. Jetzt sehen wir aber schon, die Liste ist deutlich länger geworden. Yay. Da ist echt viel dazugekommen. Also, und das ist jetzt von Juli bis Oktober. Also da sieht man schon mal, was in der Zeit passiert ist. Allein nur die Menge Läden. Die Sommerferien waren zu Ende, die Händler haben wieder angefangen zu bestellen. Ja, also da ist echt eine Menge passiert. Da hat sich eine ganze Menge entwickelt. Dann geht es halt weiter mit Expertenset, also die Vorstellung des Expertensets, das kam ja dann auch entsprechend und nochmal mit, also es ist noch nicht raus, aber es wird hier schon mal beworben, Expertenset, was erwartet mich da drin, es wird ganz toll und so weiter und so fort. Computerspiel, Ultima 3. Wow, okay, großartig. Und jetzt wird es interessant, jetzt kriegt er endlich, und das ist eine schöne Änderung, finde ich, dieser Abenteuer-Stammtisch kriegt jetzt mal so ein Bildchen, so ein Rubrikbildchen, nicht mehr das oben nur in die Ecke geschmiert. Und das hat man nicht mehr auf den Platz gestrichen, oder? Mit dem Untertitel Fragen Sie Thomas M. Log. Okay. Und dann mit so wichtigen Fragen wie Wasser in Himbeersirup verwandeln. Mit dem passenden Zauber, alles ist möglich. Also, es geht. Mit Romanen weiter. Auch da jetzt hier oben eine Fantasy-Literatur. Auch so ein eigenes Bildchen für die ganze Rubrik. Aber das ist ja tatsächlich auch, wie viele Fansigns sich entwickelt haben. Dass sie ganz am Anfang sehr formatlos waren und dann die Professionalisierung. Also dieses, dass du von Heft zu Heft an, oh ja, wir brauchen Rubrik-Header, wir brauchen irgendwie ein bisschen bessere Struktur oder sonst irgendwas. Und, ja, ist echt und, einen lebenden Körper, einen lebenden Objekt sozusagen gelernt. Ja, nur, dass es kein Fansign war, sondern ja, halt doch, eigentlich als ernst gemeinstes Magazin, aber auf den Markt gekommen. Aber nicht von jemandem, der Magazine machen konnte. Also das muss man schon noch sagen. Es ist halt was anderes, ein Buch zu machen und zu übersetzen, als eine Zeitschrift zu machen. Ja.
und die von null anzufangen. Insofern war es auch nicht besser als jedes andere Fanzine, weil es halt nicht wusste, was es macht. Also. Nee, ja. es war definitiv jetzt, es gibt Fanzines auch aus der Zeit, die haben aus meiner Sicht mehr Material geboten für den geneigten Leser und Spieler vor allen Dingen. Vorstellung von Sterngarde. Doppelseite über den D&D-Bund und Club. Also inklusive das Bild von einem der Mitglieder aus einem der Clubs, der das erste Companion-Set für die blutigen Todeskrieger Stuttgart erbeuten konnte. Die Namen damals waren es einfach, ne? Also, und die gesamten. Da wundert man sich, dass die Eltern ein Problem mit einem hatten. Die Clubliste mit 81 Clubs aus der Zeit. Hey, das ist ja krass. Irgendwelche Dinge zum Thema Fantasy-Szene und Elfquest. Also jetzt nicht wirklich was Relevantes. Eine Seite Leserbriefe und wieder die Seite Werbung für den Flug nach Amerika. News und Trends und das war's. Damit ist das Magazin fertig. Es gibt noch eine Seite, die ich gerne einblenden möchte. Das ist die Nummer 6, bitte, liebe Inge, weil die möchte ich euch nicht vorenthalten. Die fand ich so erschütternd gut. Wir haben die Plastikminiaturen übersprungen und sind gleich zu den Original-Zinnfiguren. Genau, wir sind zu den Original-Zinnfiguren. Und die Boxen sehen ja noch richtig gut aus mit dem Elmo-Artwork drauf. Aber guckt euch mal die Mini an. Also. Auch professionell bemalt halt damals. Ja, ja, also mit. Also die Augen sind einfach schwarz. Also hier drauf sieht man es vielleicht noch besser, als ihr das da seht. Aber die ist wirklich. Die ist nicht mal sauber fertig bemalt. Die hat weiße Flecken an den Händen und so weiter und so fort. Also die sieht aus, als wäre sie in einem Speedpainting-Wettbewerb vom Tisch gefallen. Also das ist echt. Und das ist hier das offizielle Werbefoto. Ich meine, da kann man sich natürlich auch ein bisschen so nach dem Motto, hey, also das, so malt man die an, das schaffst du auch. Das ist ja durchaus ein legitimer Ansatz bei Miniaturen. Ja. Also diese Boxen, die kann ich nicht. Einfach total geil aussehen, das muss man schon sagen. Wenn ja. Ich immer sagen, das ist schon groß. Die Boxen sehen geil aus, die Minis, die da drin sind, sind echt gruselig schlimm. Also ich habe die ein paar Mal in Läden gesehen und ich weiß, warum die es nicht verkauft haben, weil die waren auch unendlich teuer. Also die haben damals, glaube ich, irgendwie 40 Mark gekostet oder sowas. Ja, dafür hast du drei Bücher gekriegt. Von Ray Parser zum gleichen Zeitpunkt oder von Grenadier hast du diese, was waren auch immer so 8 oder 12 sogar zum Teil drin, die Hälfte gekostet haben fast. Und deutlich bessere Qualität. Ja, ja. Irrsinnig teuer, keine guten Minis und hey, wie gesagt, wenn ich sie bemale, sehen sie so aus. Nee, danke. Ja, also da muss ich sagen, Heft Nummer 3 fängt stark an und dann kommt gar nichts mehr. Also, das war's. Also dieses Abenteuer, was da drin ist, ist sozusagen das einzige spielbare Material, was hier drin ist. Also sie haben es im Prinzip psychologisch gut gemacht. Sie haben es gleich an den Anfang gelegt, das, was relevant ist, sodass man dann denkt, ha, cool, endlich kann ich mitnehmen und nicht mehr am Ende den Spielkram gehabt. Ja, und das war's. Also da ist nichts mehr. Achso, übrigens, das Abo, was es für den Dragon gab von Anfang an, erstreckte sich auf 12 Ausgaben. Das heißt, ich habe es nicht mal geschafft. Geld zurückgezahlt? Ein Turnus. Nicht in Briefmarken. Das war ja auch durchaus üblich in der Zeit, dass man Briefmarken zurückgekriegt hat. Ja, völliger Wahnsinn. Weil Überweisung, Rücküberweisung? Ja, ja, tu mich auch, ja, genau. Willen, ja. Vergiss es. Kabeln Sie mir mal Geld, ne? Ja, genau. Gehen wir über direkt zu Heft Nummer 4. Drache, Magazin 4, Dezember 1984, mit der interessanten Änderung, dass hier direkt schon Ass auch mit drauf ist. Mhm. Also, so frei nach dem Motto, ey. Wir brauchen Credibility. Ja, irgendwas muss ja dabei auch rauskommen und wenn es dann die Bewerbung ist. Das Magazin hat jetzt zum ersten Mal ein bisschen mehr Seiten. Das hat jetzt 40 Seiten. Also von 32 auf 40, das heißt, sie haben dem Magazin 8 Seiten mehr gegönnt. Und der Inhalt ist dann auch wieder spannender. Das heißt, es gibt mehr wieder von diesen Header-Bildchen und so weiter. Also hat sich ein bisschen was getan. Heft 4 macht dann auch so eine typische Änderung, die bei späteren Magazinen dann auch passiert ist. Also weil sowas wie Zauberzeit oder sowas, die sind ja dann auch von entsprechend Laurin, Körner und wer da alles mit dabei war, die haben ja auch im Drache gelernt, also wie Sachen funktionieren. Dann kommen erstmal die Leserbriefe.
Das ist eine typische Struktur, die auch später bei Zauberzeit und Fantasywelt und so weiter und so fort auch mit drin war. Und dann kommt mal wirklich neues spielbares Material, das es originär hier drin gibt. Spannend. Gnome. Regeln für Gnome in D&D. Okay. Wow. Das ist wirklich mal cooles spielbares Material. Inklusive all dem, was einen Halbmenschen ausmacht, nämlich geht bis Stufe 12, dann hast du Pech. Und mit eigenen Zaubern. Das heißt aber schon Regeln auch tatsächlich auf Experten-Set-Level. Das heißt nicht nur rote Box, sondern schon weitergehend. Ja. Also bis dahin, alles was dazugehört, eigene Zauber für die Gnome, die natürlich abgeleitet sind aus den AD&D-Sachen, also die ganzen Illusionszauber und so weiter, für die Gnome ja dann durchaus auch eher Farbtrick, Gnomenlicht, Stolpertrick und so weiter, also all diese, all dieses ganze Drum und Dran. Und das ist auf 4 Seiten neues Material und das ist eindeutig deutsch generiert. Das ist keine Übersetzung aus dem Track. Mhm. Okay. Nice. Das und ab da fing das an mit den offiziellen Diskussionen. Das ist kein offizielles Material, das darfst du nicht verwenden. Genau. Dann ein Drache-Interview mit Marion Zimmer-Bradley. Damalige Zeit natürlich großes Thema. Heute ist das so ein... will man gar nicht mehr so viel anfangen mit. Also Interview... Auch dann eine Art von Kurzgeschichte, die ich aber persönlich echt amüsant fand, weil sie ganz anders ist. Nämlich aus der Sicht des Spielers, der seinem Charakter erklärt, was er tun soll, der sich die ganze Zeit dagegen wehrt, dass er das nicht tun will, weil es wäre doof. Das ist witzig. Das ist wirklich witzig. Das ist also Metaebene, die ist schön. Für die damalige Zeit sehr also definitiv seiner Zeit voraus. Dann haben wir weiter den Abenteuer-Stammtisch. Klar, also im Sinne von stellen Sie Fragen und so weiter und so fort. Labarababa. Und dann haben wir schon hier die Werbung für Start 5 und Drachenfest 2, die gemeinsam stattfinden in Hamburg. Da haben Sie schon direkt gemerkt, so von wegen, ey, den Aufwand und die Arbeit, die wir uns damit... Wir machen das zusammen, Leute. Das ist viel leichter. Ihr wisst, wie das geht. Deswegen, hier kriegt diesen Titel und rennt weg. Fand ich cool. Mehr spielbares Material. Also jetzt muss ich sagen, mit diesem Eintrag allein hat dieses Heft schon mal mehr Material als alle Hefte davor. Nämlich auch ein interessantes Konzept. Heimtückisch. Verfluchte Gegenstände für den Spielleiter, die er statt magischen Gegenständen reinwerfen kann, um die Spieler zu ärgern. Also da sehen wir auch so Dinge, wie wir sie ja kennen. Natürlich auch sowas wie Krimzahns Fallen und so. Und jetzt kam was ganz Ungewöhnliches. Farbseiten mitten im Heft. Wie konnte das passieren? Jetzt festhalten, das gab es auch nur ein einziges Mal, ein Bastelbogen. Nee. Ja, kein Scheiß. Deswegen auch der Bogen mehr. Ja. Wow. Ein Bastelbogen da drin. Das war aber auch typisch für die Zeit, Gebäude aus Pappe zum selber zusammenkleben und aufstellen. Ja. Also, ich meine, es gab von TSNG ein ganzes Set dazu, Castle und City, also zwei Sets. Aber das ist okay. Fand ich auch spannend. Das war teuer. Ja, das also hier mit einen farbigen Bogen mitten ins Heft setzen, das war. Mit Heft 4 wollten sie mal richtig was reißen. Ja, da wollten sie mal. Also, dieses jetzt entweder richtig oder wir gehen unter. Genau, also wir müssen da mehr, hat man sich wahrscheinlich drauf geeinigt, das ist bisher nicht so richtig durchgestartet. Das machen wir jetzt mal richtig. Okay. Dann auch, wie wir das für DSA schon kannten, Werbung für die nächsten Abenteuer von Schwerter und Dämonen. Und dann kommt eine schöne Seite, das Bild Nummer 7. Das würde ich dich bitten, mal einzublenden, liebe Inge. Das fand ich auch, das ist auch so etwas sehr Typisches seiner Zeit. Also, das ist ein Bild, was Ihnen irgendwann mal angetragen worden sein muss. Und was ich schön fanden und wo dann wahrscheinlich einfach Platz war im Heft. Eine ganze Seite völlig ohne Zusammenhang oder irgendwas, einfach dieses Bild drin. Das kommt aus dem Amerikanischen, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Vielleicht haben sie das dann wirklich auch einfach nur rübergenommen. Fand das ich weiß nicht, ob es aus dem Dragon kommt, aber ich kenne das nur mit einer englischen Unterschrift. Ich hätte das jetzt tatsächlich eher auch zum White Dwarf gepackt, aber weil es auch der Form von Humor eher des White Dwarf als des Dragons entspricht, aber... Ja, keine Ahnung.
Und, ich hab das heute eigentlich schon irgendwo gesehen. Und jetzt geht's direkt. Aber auch wieder diese typische Art der Zeichnung, auch die was wir vorher schon wieder hatten, mit dem auf der einen Seite sehr, sehr dicht und viel, wie so eine Bordüre sozusagen, sich einmal um das Bild schlängelt und auf der anderen Seite sehr leicht. Also das ist. Aber der Drache ist cool. Absolut. Also ich meine, lustig, amüsant, aber halt natürlich jetzt irgendwie völlig ohne Zusammenhang so richtig da drin. Ein ganzes Kartenset in der Art, wenn man lustig und so lauter Monster, die erfolgreich waren. Könnte ich mir auch schön vorstellen. Könnte man was Nettes draus machen. Mhm. Und jetzt festhalten, es gibt noch ein weiteres Abenteuer. Also das heißt, es gibt noch mehr hier drin. Also wir hatten nicht nur den Gnomen, den wir spielen können. Wir haben nicht nur die Gegenstände, sondern wir haben jetzt hier auch ein ganzes Abenteuer. Ein Minimodul. Und zwar auch wieder ein Kind seiner Zeit, ein Escape Dungeon. Das heißt, es beginnt damit, dass die Helden gefangen sind und müssen dann ausbrechen. Das war in der Zeit, muss das so irgendwie in der Luft gelegen haben. Das kennen wir ja auch aus den ganzen DSA-Sachen und so weiter. Also, ach, das, was die Spieler lieben. Aber ein vollständiges Abenteuer auf 1, 2, 3, 4, 5 Seiten. Inklusive wirklich einen großen Dungeon. Holla. Also, da war wirklich was. Da war wirklich was drin. Wieder Interview mit diesmal Frank Herbert. Und dann neu die AD&D-Seite. Ben. Wahrscheinlich. Interview mit Frank Herbert. Ja. Nice. Also kurze Vorstellung von ihm und irgendwas. Mit okay. Sterngarde-Packungen und so weiter und so fort. Er hat ihn in die Hand genommen und irgendjemand hat ihn aus Versehen fotografiert. Hier zeigt das Bild nämlich nicht. Hier, halten Sie das mal kurz in die Kamera. Hä, was? Und dann haben wir hier die AD&D-Seite mit Auszügen direkt aus dem Fiendfolio und sowas. Und mit solchen geilen Sachen wie englischen Namen und deutschen Übersetzungen dahinter. Also, das heißt, in der Tabelle steht Morningstar, Klammer auf, Morgenstern. Ja. Weil es halt Originalauszüge sind und so. Ja. Genau, dann, und das ist der Beitrag von Uli, das ist Ulis Kolumne. Also das ist nur, ich habe es hier nur in Heft 4, vielleicht hat er es noch mal in Heft 5 gehabt, weil das Heft 5 fehlt mir. Wer bellt denn da im Verlies? Mhm. Also die Vorabregeln aus dem, die dann ins Ausbauset kamen, ins Ausbauspiel kamen von von DSA zum Thema einen Hund mitnehmen als Begleiter. Das ist so die eine Seite. Also, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass da viel passiert ist. Und dann kommt aus meiner Sicht der wirklich noch interessant. Also, nein, halt, einen habe ich noch. Einen habe ich noch, der ist auch zu gut, um ihn nicht zu zeigen. Der 100. D&D-Club wird hier gefeiert. Auch das möchte ich bitten, die Inge mal einzublenden. Das ist ein wunderschönes Bild. Das ist das Letzte, was ich da noch habe, weil bei den restlichen wiederholt sich es dann eigentlich nur noch. Das wird auf einer ganzen Seite gefeiert. Sieht aus wie Bill Gates und seine Freunde. Ja. So typisch für die Zeit. Das ist so typisch für die Zeit. Das ist so. Ja. Wir sind eine Spielrunde, wir gründen einen Club. Genau, wir gründen einen Club mit unserer Spielrunde. So, bam, großartig. Der 100. Club. Der hier, oh, der guck hier mal, Werbung für die Textor-Tante. Spiele Textor 60. Ja. Stimmt. Also, das war, fand ich schon echt schick. Und der Interesse. Aber auch da wieder, ich meine, Entschuldigung, wenn ich da kurz nochmal. Ja, ja. Aber dieses sehr deutsche Vereinswesen, also wir gründen einen Club, wir gründen einen Verein im Vergleich zu Amerikanern, die dann einen großen Verband ja dann irgendwann mit der RPGA gegründet haben oder die Idee, die dahinter stand, so dieses, man organisiert sich insgesamt, hier halt dieses erstmal von der Zelle ausgehend. Also wir haben eine Zelle vor Ort. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich meine nicht, dass da mehr passiert wäre, aber. Genau, das ist halt das Lustige, diese Clubs, also das hört sich ja total geil an, dieses Wachstum, ja. Aber das ist ja nie benutzt worden in dem Sinne für irgendwas. Also im Gegensatz zu den amerikanischen Graswurzelorganisationsversuchen, die dann auch wirklich die Cons und so beschicken und Spielleiterrunden und sowas machen, hast du hier halt eigentlich genau, was du gesagt hast, du hast eine Spielrunde von 14-Jährigen, 16-Jährigen, keine Ahnung, und die sind jetzt halt ein Club. Ja. Wir sind ein D&D-Club. Und das war's dann. Das ist alles, was passiert ist, sozusagen. Mehr war es nicht. Genau. Wir hatten den Multiplikator nicht, den man sich erhofft hat. Aber ich wusste gar nicht, dass es 100, überhaupt 100 von denen gegeben hat. Finde ich schon trotzdem beeindruckend. Absolut. Also die Hemmschwelle war vermutlich nicht sehr hoch, außer dass man halt hingeschrieben und gesagt, wir möchten einer sein oder so, aber trotzdem.
du musstest dich halt trotzdem irgendwie anmelden dafür. Also irgendwas musstest du dafür tun. Brief schreiben. Ja. Genau, da war ja in dem einen Heft war auch so ein Anmeldebogen, wo auch eingetragen wurde, erster Vorsitzender, zweiter Vorsitzender und so weiter. Ganz wichtig. Alles, was dazugehört hat. So, das Interessanteste aus meiner Sicht ist eigentlich aber dieser Beitrag hier. Also aus heutiger Sicht. Der hat nämlich heute auch eigentlich echt noch Belang. Das Spiel der Stunde hieß D&D. Ein Bericht von den Essener Spieletagen. Ja. Weil das Interessante ist, man sieht hier wirklich, also das muss man vielleicht kurz sagen, wenn man heute Essener Spieletage sich vorstellt, war das ja eine ganz andere Veranstaltung als das damals. Es ist eine ganz andere Veranstaltung, als das damals war. Und hier ist es vor allen Dingen so, dass da auch noch Räumlichkeiten zur Verfügung standen, wo eben tatsächlich so Leuten Sachen beigebracht wurden. Da war auch Schulung sogar angesagt, also wirkliche Schulung in dem Sinne für Leute eben aus den von Läden und so weiter, denen dann neue Spiele da erklärt wurden und gezeigt wurden oder allgemein so eine Einführung und so. Und das ist genau dieses Bild. Ich finde es super schade, dass das echt so, das ist so qualitativ hochwertig, dass ich es nicht sinnvoll scannen konnte. Ohne es dabei kaputt zu machen. Man erkennt, ist so schon kaum zu erkennen, aber du siehst, dass derjenige, der hier vorträgt, der Rainer Wolf mit seiner Schulungsgruppe, dass der wahrscheinlich in manchen Fällen, wenn ich mir die Leute ansehe, die da sitzen, der ist wahrscheinlich halb so alt wie der Durchschnitt. Der halb so alt wie der Durchschnitt seiner Schulungsgruppe. Ja, das ist schon echt beachtlich. Also das ist auch was in dieser Zeit passiert ist. Also das erklärt für mich auch durchaus, warum das zu so vielen negativen Einstellungen auch zum Beispiel vom Establishment der Spieleszene und der Spielebranche und so weiter und so fort geführt hat, gegenüber diesem Rollenspiel. Ja. Weil das hat sich aber bis in die 2000er nicht geändert. Ich erinnere mich an diverse Schulungen, die wir mit normalen Spielwarenhandel gemacht haben, wo ältere Damen uns gegenüber saßen und versucht haben zu verstehen, was Sammelkartenspiele sind und so weiter und so weiter. Und warum man die nicht einfach offen rumstehen lässt im Laden und solche Sachen. Also das Verhältnis jetzt hat sich lange Zeit nicht geändert. Weil ja gut, weil das halt der normale Spielwarenhandel war in der Hand ältere Damen, ganz platt gesagt. Ja. Das hast du schön ausgedrückt, ja. Und sie haben ihn blutig verteidigt, oder nicht? Ich lese mal ganz kurz zumindest einen Teil davon vor, weil das ist wirklich zu schön. Das ist das sechste Mal, dass das stattgefunden hat. Also auch mal so zum Thema, wie lange gibt es diese Spielertage überhaupt und so weiter und so fort. Der Trend heißt Fantasy-Rollenspiel. Das soll mal heute einer auf der Spielemesse in Essen sagen. Ne? Und alle kamen, nicht nur alle Fantasy-Rollenspielhersteller, sondern auch viele Händler von D&D, DSA und Midgard-Rollenspielen und Zubehör. Und über mangelnden Zustrom und Umsatz konnte sich keiner beklagen. Mehr als 5000 Besucher konnten die Zählsklaven der Spielbox ausgerichteten Spielertage verzeichnen. Also auch mal da zu sehen, wo das eben herkommt. Ne? Man hatte manchmal das Gefühl, dass viele von diesen Besuchern nur zum Rollenspielen gekommen waren. Aus den ursprünglich 8 geplanten D&D-Spielkursen wurden auf wundersame Weise 20. Verständlich, dass die Organisation ins Schwitzen kam. Also da wurden dann auch wirklich, wurde das Spiel erklärt. Also wie eine Schulung. Also wirklich dann so ein Seminar. Rollenspiel für Anfänger. So, schließlich. Aber das muss man ganz klar sagen, da sieht man ja auch die Verhältnisse. Also, was weiß ich, auf dem größten Con von der Rollenspielszene sind dann halt 150 bis 200 Leute und auf den Essener Spieltagen sind 5000. Ja. Das ist ja wirklich ein großer Unterschied. Und die Rollenspielleute waren die jungen Wilden. Ja. Also, die haben sich nichts geschissen, die haben nicht mal ein Spielbrett gehabt. Und hatten komische Würfel und waren total crazy und haben irgendwie irres Zeug gemacht. Ja. Und die sind da einfach rein. Ja? Also das kann man kann das heutzutage gar nicht mehr nachvollziehen, sozusagen, welche krasse Wirkung das auf eine strukturkonservative Branche hat. Ja? Das ist schon abgefahren. Ich kann mir vorstellen, dass das damals echt unglaublich war. Das muss absolut wilder Westen gewesen sein, der da passiert. Ja, total, total. Und die waren eben, die waren halt wirklich, wie du vorhin gesagt hast, die waren jung, ja, und die waren jung, die waren belesen, die kommen aus der Literaturszene, die kommen nicht aus der Brettspielszene überwiegend. Ja. Das heißt, das sind überwiegend keine Leute, die sozusagen ihre Backgammon-Ausbildung und 13 verschiedene Schachbretter irgendwie mitgebracht haben und haben einfach diesen Kram gemacht. Und das ist wirklich, den ja auch niemand verstanden hat, auch zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, also das, wie jetzt ohne Brett, sie würfeln, aber sie haben kein Brett und wo sind denn die Spielfiguren und was, wie und das, Drachenritter, also völlig abgefahren
und erfolgreich. Also ja, das ist nämlich auch der Punkt. Das ist die Zeit, wo es finanziell auch wirklich abgeht, wo die ganzen drögen Spielwarenhersteller das angucken und denken, das brauche ich auch. Das brauche ich auch. Ja, ja, genau. Das ist hier, also das ist das, was Sammelkartenspiele dann 10 Jahre später waren. Genau. Ja. Und aber genau dasselbe Problem auch wieder. Auch das gleiche Problem, haben keiner sich versteht. Auch da wieder die jungen Wilden, wobei da dann auch die Rollenspieler, also die Händler dann auf der konservativen Seite waren, so nach dem Motto, was wollt ihr und warum? Und 10 Jahre weiter, mein Freund, 10 Jahre weiter. Und das ist tatsächlich, aber das ist sehr ähnlich. Und ich meine, wenn man sich überlegt, also wie die Spiel angefangen hat, wirklich als Brettspieltreffen, um zu zeigen, es gibt eben mehr als diese reinen MB-Plastikspiele und so weiter, sondern auch etwas anspruchsvoller. Und ich meine, wir reden hier, das muss man sich auch nochmal vor Augen halten, heute kommen 1000 von Spiele zu Essen raus. Das war eine sehr überschaubare Anzahl an Spielen, die damals rauskam. Yeah. Also das war, ja, wenn du die Spielbox gelesen hast mit den Neuerscheinungen damals zu Essen, waren es dann halt 12 oder 12 mal 12 oder sowas. 15 oder sowas. Ja, ja. So. Keine 1000, so wie heute halt. Ja. Nein, und da wurden dann eben, genau, was du gesagt hast, Schulungen und solche Sachen gemacht. Und dann kamen da die jungen Müll. Aber also das ist echt... Also Geschichte wiederholt sich. Ich fand diesen Abschnitt einfach so spannend, mal so zu hören, wie das damals sich dargestellt hat, weil da war keiner von uns dabei. Und ja, das ist wirklich das ist so der Urstein dessen, wo das angefangen hat, richtig zu rollen. Pro D&D-Kurs waren das etwa 25 Rollenspiel-Neulinge, die sich von Rainer Wolf, Uwe Körner und Ulrich Kaiser in die Kunst des Rollenspielens einführen ließen und feststellen mussten, dass D&D trotz dicker Regelbücher nicht nur leicht zu lernen ist, sondern auch von Anfang an Spaß macht. Bumm. Und Abschlusssatz, den möchte ich euch nicht vorenthalten, der ist es einfach. Vielleicht heißt es dann schon nächstes Jahr Deutsche Rollenspielertage. Schön wär's. Hat sich ja ein ganz klein bisschen anders entwickelt, muss man sagen. Was ein großes, großes Kino. Also das war, ich würde sagen, also von den ganzen, die ich gelesen habe, hier, das Heft 4 ist der Höhepunkt. Also das ist absolut der Höhepunkt dieses Magazins. Also wie gesagt, Heft 5 fehlt mir dann und Heft 7 fehlt mir. Also deswegen, ich gehe dann jetzt nur noch mal schnell durch, damit wir dann heute dann auch noch irgendwie zu einem Abschluss kommen. Ich weiß, irgendwie geht selbst bei dir das Licht unter, Licht aus. Ja, also es ist jetzt Sonnenuntergang, ich kann es von hier aus erkennen. Ja. Ah, völlig irre. Also, wir haben dann das Heft Nummer 6, das ist dann April 85. Da sieht man, bis dahin passiert es noch halbwegs gut und ab da wird es dann jetzt aber wirklich ganz, ganz schlimm. Jahr 0 nach K. Das ist nämlich dann die Stelle, wo der Herr Kaiser ausgestiegen ist. Der tägliche Redaktionsstress, der Ärger mit renitenten Untergebenen und nicht zuletzt der dauernd kaputte Zigarettenautomat war zu viel für ihn. Ernsthaft? Das haben die so reingeschrieben? Das steht da so. Das ist aber schon geil. Jetzt bin ich am Rätsel, wer war renitent? Aber dieser süffisante Ton, das zieht sich auch durch, dieses so, das hat immer noch so einen Fanzine-Charakter, das finde ich schon sehr lustig. Hat's definitiv. Ich glaube nicht mal, dass das boshaft gemeint war, sondern da wird auch dann erwähnt, so hier, der schreibt gerade dieses Buch da, Ruine des Unheils, als Abenteuerspielbuch und so weiter und so fort, alles gut. Und dann hat Thomas Kretz übernommen. Und der schreibt jetzt auch, und das ist das Geile, der schreibt jetzt die ganzen, der schreibt dann mal eine Weile lang so die nächsten Artikel. Das Magazin wurde eine One-Man-Show. Ja, dann hier bei dem Heft merkst du schon deutlich, hier war weniger Personal am Start. Da sind wir nämlich auch schon wieder dann runter bis auf 32 Seiten. Also das heißt, die 8 Seiten mehr waren dann weg, das Heft ist wieder schön dünn. Und da musste das ein bisschen anders gehandhabt werden. Da ist auch der Log nicht mehr mit dabei. Also das heißt, er macht dann auch schon den Abenteuerstammtisch nicht mehr und sowas. Jetzt kommt hier wieder, es kommt aber wieder eine Charakterklasse, der Alchemist. Auch das eine deutsche Eigenentwicklung, aber mit einem wundervollen Bild. Ja, großartig. Qualität, also das schaffe ich. Und das will echt was heißen. Also das ist nicht gut. Spricht nicht zwingend für die höchste Qualität. Ein weiterer Abschnitt, Sterngarde, kritische Treffer. Das sind alles Materialien, wo ich mir sicher bin, die sind eingeschickt worden. Irgendwie halt von Fans und Dingen und so weiter und so fort.
Und dann kommen so über die Abenteuer oder über irgendwelche mit. Das sind alles dann jeweils von dem Herrn Kretz selbst geschrieben. Also zum Thema hier dem Abenteuer, was dann reingeht, Edelstein und Zauberstab. Metal Magic-Figuren. Dann, genau, okay. Metal Magic. Dann AD&D. 86 war es. Ich habe mittlerweile zwischendrin geguckt. Dankeschön. Ja. Dann kommt noch mal ein redaktioneller Beitrag, hätte ich gedacht, aber es ist sehr seltsam. Das große Nibelungen-Spielbuch ist von Robert Wolf, Thomas Kretz. Da muss ich mir noch aussuchen, wer es geschrieben hat. Das ist, glaube ich, ist nicht ganz klar. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich eher ein redaktioneller Inhalt. Dann die Vorstellung eines der Clubs. Das ist schon. Das will ich schon als Füllmaterial bezeichnen, auch da drin. Dann kommt ein Abenteuer, D&D-Modul, was wirklich mit viel Aufwand geschrieben ist, inklusive einer kompletten Hexkarte. Alles handgezeichnet von der Person, das merkst du dann später nochmal. Und einem großen Dungeon. Da hat sich jemand mehr oder weniger drum beworben, dass er gerne da mehr machen möchte. Und das wurde alles verwurstet, auch in den nächsten Abenteuern. Und alle Abenteuer, die jetzt noch kommen, sind alle von derselben Person. Okay. Also, hat jemand schamlos ausgelöst. Da wurde jemand so richtig herangezogen. Dann hat hier jemand in das Heft gemalt, was ich gekauft habe. Das möchte ich an der Stelle nochmal kritisch anmerken. Da hat wohl jemand den Laden, die Fachhändler durchtelefoniert, würde ich vermuten, auf der Suche nach irgendwas. Dann abgehakt. Dann abgehakt, genau. Und mehr Delikatessen für Spielleiter. Aber das zeigt, diese Listen waren wichtig. Also das darf man echt nicht unterschätzen. Nee, also, die wurden genutzt. Die wurden genutzt, auch dieses für uns damals so dieses von Balingen aus wirklich so zu gucken, wo ist denn überhaupt ein Laden, wo man hinfahren kann. Auch das, genau. Was ist überhaupt so dieses, wo kriegen wir Zeug? Und dann vorher angerufen, habt ihr das da, dann kommen wir und könnt ihr es zurücklegen. Nee, okay, dann beeilen wir uns. Ja, absolut. Also das war damals, du hattest ja sonst keine Chance, an manche Sachen ranzukommen überhaupt. Ja, und das, ja, eins habe ich noch. Kannst du es mir zur Seite legen? Ja, aber nur bis heute Abend. Oh Gott! Ja, genau. 400 Kilometer bis heute Abend. Das schaffen wir. Dann wurde der eine, der ein Auto hatte, wurde dann requiriert und musste die ganze Rassenbande dann irgendwie Gott weiß wohin kutschieren. Ne? Ja, ja. Oh ja. Aber auch hier Thema Geld sparen. Ihr könnt euch daran erinnern, das letzte heimtückisch Delikatessen für DMs hatte Bilder zu jedem einzelnen Gegenstand. Hast du jetzt Abstände dafür? Ja, dafür hast du jetzt Abstandsmarker. Ja, das ist. Es ist zwar noch mehr Material drin als in den frühen Heften, also das heißt mehr spielbares Material, das heißt, du hast eine Charakterklasse, du hast ein Abenteuer mit drin. Und also jetzt ist eigentlich sozusagen ein Magazin, also ein Spielemagazin. Es ist nicht mehr ein Literaturbesprechungs-irgendwas-Dings, was zufällig mit Rollenspiel-Themen. Hast du auch noch, aber nicht mehr im selben Maße, also weniger. Und das ist auch, sagen wir mal, es dominiert nicht mehr das Heft. Genau, aber das hat es ja in jedem von den Dingern. Das hat es auch in Zauberzeit und wie sie alle hießen irgendwie. Also. Ja, wer ist denn noch vorne drin in meinem Impressum? Redaktion Thomas Kretz, Ulrich Kaiser, das muss wohl die Übergabe gewesen sein. Und dann Mitarbeiter ist jetzt keiner mehr, der mir was persönlich sagen würde. Mhm. Das sind dann, schätze ich, alles wirklich dann Leute gewesen, die eben hingeschrieben hatten, haben Sachen abgegeben und so weiter und so fort. Also, ist halt auch die Frage, wie dieser Wechsel dann zustande kam, ob vielleicht auch Ast gesagt hat, okay, das funktioniert nicht, wir müssen noch mal versuchen, irgendwas anders zu machen, also einfach die Leute auch rausgehauen hat oder ob die einfach wirklich mit ihren anderen Projekten dann auch alle beschäftigt waren. Ich würde sagen, die sind wahrscheinlich dann irgendwann gegangen, also weil du merkst im Magazin dann schon an, dass es dann so einen Bruch gab, der muss hier irgendwo so nach der 4 passiert sein, also ich gehe davon aus, die 4 wurde halt noch mal so als zusätzlicher Versuch gestaltet und das hat dann nicht funktioniert und dann hat man irgendwann gesagt, so von wegen, okay, Schluss, aus, Ende, mach das billig. Sorgt dafür, dass das günstig rauskommt. Und das hier ist im Endeffekt ein Weiterführen von dem, was es vorher gab, was entwickelt wurde, was aufgebaut wurde, was man so gelernt hatte, aber halt auch keinerlei Änderungen mehr. Also hier ist keinerlei Innovation mehr dann drin, in dem Sinne. Und ich gehe davon aus, da wurden wahrscheinlich vorher schon Dinge ins Rollen gebracht und die wurden dann halt abgearbeitet, bis sie dann halt durch waren. Und nach dem Heft war dann halt auch Schluss mit lustig.
Und bei dem hier ist es dann auch so, da wurde dann das Cover eben auch entsprechend genutzt als Werbung für das Abenteuer, weil das ist Bewährung für den Kriegsherrn, das ist das erste Abenteuer vom Ausbauset. Und hier ist witzigerweise auch dann Ass nicht mehr drauf. Vielleicht war es ihm da dann auch unangenehm, dass man drauf sehen konnte. Ja. Und das ganze Heft hat sich dann hier auch nochmal von der Gestaltung verändert. Das sieht einfach anders aus. Mhm. Also ist sauberer auf der einen Seite, aber auch so schneller, möchte ich sagen. Also das ist sehr einfach gesetzt im Prinzip. Also. Ich würde fast sagen, da hat dann irgendwo wahrscheinlich so der erste Beginn von sowas wie Desktop-Publishing oder sowas entsprechend dann mit eingesetzt. Also beziehungsweise nicht Desktop, sondern damals waren es ja eben diese Tische, die du hattest. Ja. Wahrscheinlich hat man das da genutzt und hat das dann einem in-house gegeben. Also in der Firma, der dann so, ja, hier, ich mach das fertig, gib mir das her von den Jungs. Aber das Heft ist wirklich dann am Ende auch wirklich nicht mehr besonders inspiriert. Es gibt so seltsame, crazy Sachen dann wie ein Inhaltsverzeichnis. Irre. Hatten wir bisher nicht. So, von der FSV jetzt auch in Deutsch die AD&D-Handbücher. Das heißt, es ist dann zwei Seiten Bewerbung. Sehr lieblos gesetzte Leserbriefe, also all diese Elemente mit den Überschriften, also diesen Rubrikbildern und so weiter, das ist alles weg. Das wurde einfach nur tschack, 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 wurde das Ganze hier dann runtergesetzt. Auch so sehr inspirierte Seiten mit den Bildern, wie man die früher kannte, von Zinn-Miniaturen, wenn die eben über Zeichnungen beworben wurden. So sieht deine Zinn-Miniatur dann aus. Wenn du sie kriegst, mit einem Text zum Thema Spielen mit Miniaturen. Nochmal Delikatessen für den Spielleiter, also wieder dasselbe, also wieder die Geschichte mit dem, es wiederholt sich, nichts Neues, also weiter eine ganze Rubrik über das Thema verfluchte Gegenstände, auch wieder nur mit sekundär verwerteten Bildern. Der spannendsten Charakterklasse ever, gerade wenn ich sie mir in D&D vorstelle, der Händler. Yay. Was kann der? Handeln. Der hat besondere Fähigkeiten wie Magie erkennen und Items analysieren und Gegenstände billiger kriegen. Irgendwie sowas, genau. Der kann auch Spruch, braucht jede Gruppe. Der kann auch Spruchrollen machen und so weiter, wobei die Werte, die hier drin sind, das Ganze drum und dran, bezieht sich dann schon auf AD&D. Das ist schon, das ist nicht mehr zwingend D&D, beziehungsweise ist irgendwo dazwischen angesiedelt. Der Rollenspiel-Stammtisch, klar, so das Übliche, einmal dasselbe. Das fand ich doch spannend, eine Doppelseite-Werbung für Citadel-Miniaturen von Citadel. Nicht von Citadel, also nicht verwechseln mit der englischsprachigen Firma, sondern Citadel, der deutschen Firma in Hamburg. Noch bevor man sich darauf geeinigt hat, dass das ihnen eigentlich nicht gehört, was sie da tun. Großes Kino. Wieder ein Abenteuer, bam, von dem besagten Abenteuerschreiber. Der hat dann hast du den Namen? Hat er dann irgendwann nochmal später irgendwas geschrieben? Ist mir nie wieder über den Weg gelaufen. Ralf Pischocki. Sagt mir gar nichts. Aber auch das hier wieder wirklich ein umfangreiches Ding mit einzelnen Bildern, was die Leute jeweils sehen für den Abschnitt, weil das eine Burg ist. Das ist cool. Also das. Spieleransicht. Ja. Ja, genau, also diese 3D-Ansichten und das über mehrere Seiten. Also das Ding hier hat, ich glaube, 8 Seiten oder sowas. Wieder wirklich mit auch schönen Karten. Also für die damalige Zeit absolut okay. Also wirklich so dieses Kalligrafierte, also wo sich jemand wirklich Mühe gegeben hat, dass das schön aussieht, wenn man da Dinge reinschreibt und so weiter. Und dann muss ich sagen, so das ist der Abschluss dieses Hefts ist auch wirklich der Abschluss von allem, weil da merkst du, da haben sie aufgegeben. Das nennt man dann Originalabdruck aus dem Unearthed Arcana in Englisch. Ja. Das sind dann einfach mal 3 Seiten Originalausdruck über den Chevalier. Ja, wir brauchen noch irgendwas. Ja. Was können wir noch machen? Ja, sehr schön. Zum Übersetzen ist auch noch zu anstrengend. Komm, scheiß rein. Und das ist das Drache-Magazin.
in seiner ersten Inkarnation, muss man ja sagen. Vielleicht kommen wir nochmal zu den nachfolgenden Inkarnationen, das wird bestimmt auch interessant. Aber hey, ein paar Jahren dann. ich fand's super spannend, das nochmal durchzulesen. Das ist sehr abgefahren. Ich meine, man sieht, das ist schon spannend, weil das ja in, was sind das, über 2 Jahre hinweg sozusagen Ausgaben sind. Erstmal den Weg tatsächlich von den Machern, die im Prinzip eigentlich Romanbesprechungen machen und aus der Buchszene kommen und halt alle Übersetzer waren. Ja, also muss man ja auch sagen, von denen war ja keiner, oder der Franke vielleicht, aber die meisten von denen waren keine Spieleerfinder, sondern die waren einfach Literaturübersetzer oder eben günstige Übersetzungskräfte, die sozusagen erst überhaupt den Weg gefunden zu haben, also erstmal rausgefunden haben, was ist denn eigentlich Rollenspiel, was machen wir denn hier eigentlich? Also nicht nur, was ist Rollenspiel, was macht ein Rollenspielmagazin eigentlich? Worüber reden wir denn hier? Ja, was ist denn unser Thema? Ja. Und nicht, und das zu sehen sozusagen ist ja schon interessant. Also, und wie gesagt, ich finde es immer noch absurd, dass sie tatsächlich ein eigenes Magazin gemacht haben mit komplett anderen Inhalten als das Magazin, auf dem sie basierten. Das wäre ja einfach gewesen. Einfach zu sagen, ja komm, wir nehmen den Scheiß, wir übersetzen das, fertig. Ja, dann ist das Gleiche wie der Dragon. Aber nein, sie haben tatsächlich ein deutsches Magazin gemacht. Also ich finde es total erstaunlich. Und dann eben zu sehen, also da war es dann schon halt durch, weil es auch nichts gebracht hat. Aber dass sie mit Ausgabe 4 im Prinzip erst so weit waren, dass sie das gemacht haben, was eigentlich sozusagen das Rollenspielmagazin ausmacht. Ja, also nämlich irgendwie Abenteuer und Infos drumherum und Charakterklassen und bla. Das ist schon sehr abgefahren, dieser Selbstfindungsprozess. Ja, das finde ich schon großartig. Und dann waren die Leute halt weg. Dann sieht man auch wieder, okay, da fehlten dann halt einfach die entsprechenden Menschen dahinter. Ja, der Knowledge Drain. Aber für mich ist das auch nochmal ein spannender Blick gewesen. Weil zum einen erstmal diese Wichtigkeit, die Magazine trotz allem hatten, selbst wenn sie so schlecht waren, im Kern und in der Struktur eben nicht ganz das, was man heute unter einem gut gemachten Magazin verstehen würde. Aber also die Nähe näher war zu den Fansigns und eher zu den schlechten Fansigns als zu professionell gemachten Magazinen. Und das hattest du halt in Hobbybereichen häufiger. Und dann aber auch der Sprung zu ein paar Jahre später Zauberzeit und Wunderwelt, die einfach ganz andere Maßstäbe gesetzt haben, auch in der Art und Weise, wie sie dann aufgemacht waren. Aber von der Aufmachung her schon, aber die ersten Zauberzeit- und Wunderwelt-Sachen waren die, also Wunderwelt war auch genauso ein Sammelsurium von Literaturbesprechungen, Computerspiele, Rollenspiel, Kram, das hatte genau dieses Ding, also das weiß ich auch noch, weil das ist auch Zauberzeit, du hast immer, also ich habe immer so Wegblätter, also es war immer so ein Magazin für Fantastik, hieß es ja auch, dieses alles in dem Bereich irgendwie. Zauberzeit hat sich aber auch genau so platziert. Also eben als Fantastik-Magazin. Und gut, ich fand die Literaturvorstellung und so weiter immer spannend, weil ich halt auch eigentlich ja ursprünglich eben Fantasy-Literatur für mich die Einstiegsdroge war zum Rollenspiel. Aber nichtsdestotrotz. Und das andere eben, dieses wie viele Leute dann zwar involviert waren, zumindest irgendwie zwischendrin mal, die maßgeblich mit in der Szene dann noch auch Wirkung hatten, auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Ja, das ist schon abgefahren. Also im Prinzip der erste Drache ist die komplette Schreiberschaft sozusagen aller existenten deutschen Rollenspiele. Ja. Also Midgard, DSA, D&D. Ja. Und das ist dann halt wieder dieses, du hattest eine kleine Keimzelle, aus der dann, oder plus eine Keimzelle, die sich zusammengefunden hat, die dann im Prinzip wieder diesen Spread erzeugt hat, von dem wir heute noch leben. Also auch den wir heute noch sehen. Plus eben auch die Leute, die eben danach weitergemacht haben, eben auch gerade mit dem Magazinbereich. Also der Drache, ich gebe dir völlig recht, wenn du den heute durchliest, hat der mehr sowas von einem Fanzine als von einem echten Magazin. Aber die dann später genannten Magazine haben die Erfahrungen, die Leute mitgebracht haben, um daraus eben sowohl die Fantasy-Welt als auch Zauberzeit, als auch bei der Wunderwelt wäre ich mir nicht so sicher, wie viel die mitgenommen haben, weil das sind andere Leute. Also da merkst du mehr so die Beziehung zu dem Anfang dessen, was der Drache eben war. Aber gerade Fantasywelt und die Zauberzeit, die waren ja wirklich auch ganz lange sehr zentrale Medien dieser Szene. Da haben die Leute ihre Erfahrungen gemacht im Drache. Mhm. Also das heißt, der war so eine Art Trainingsgelände dann wieder für Leute. Also mit wie wenig Leuten sich dann was aus diesem Ding entwickelt hat,
Das ist halt, das ist völlig irre. Also das hat ein bisschen so den Charakter wie damals bei den Computersachen, eben was alles aus Xerox hervorgegangen ist. Also, genau. Ja. Das, wo da eben jeder dann weggegangen ist und hat was geklaut und ist damit weggerannt. Beziehungsweise es erinnert mich auch an das, was du bei bei D&D 3.5 hattest, wie viele Leute da eben dann mit dran gearbeitet haben, die dann weggegangen sind und haben dann danach eben eigene Sachen damit gemacht. Egal, ob das Privateer, Goodman Games, Green Ronin und Monty Cook Games und so weiter und so fort. Die sind alle von da gekommen, waren da, also es war dieselbe Situation und sind dann irgendwie dann, puff, hat sich das dann aufgelöst und die sind dann wie so eine Blüte, die aufgegangen ist und hat ihre Sporen in alle Richtungen verstreut. Und die machen heute eben noch die Szene eben auch aus. Und das war hier auch nicht viel anders. Das, was hier gesät wurde, hat dann 10 Jahre später die blühende Landschaft ausgemacht, die eben das Rollenspiel damals war. Ja. Und auch mit all diesen völlig zum Teil abstrusen Elementen, die da ja mit drin waren. Also es war schon großartig, inklusive dieser Informationen rund um, wie waren denn die Spielertage von Essen damals, 1984 und 85 und so. Also auch da wieder muss man sagen, die Leute, die da waren, also die sind da selber hingefahren. Also das sind auch, das ist auch was in einem, bei Rollenspielverlagen gibt es heute auch noch, aber zeig mir mal den Brettspielverlag, wo sozusagen die 5 entscheidenden Redakteure auch diejenigen sind, die an der Front die Schulung machen. Ja. Also das ist ja schon abgefahren, dass die eben tatsächlich alles aus einer Hand gemacht haben und noch ein Magazin und die Übersetzung und den Kram und die, also das ist halt wirklich auch ein mit wenigen Leuten geführtes Produktionsteam und Maschinerie gewesen. Da standen jetzt nicht noch 30 Leute daneben, die dafür zuständig waren, sozusagen den Kram zu machen, sondern das haben die auch alles selber gemacht. Ja. Ja gut, aber das ist durchaus bei den kleineren auch Brettspielverlagen auch bis in die 2000er noch so gewesen. Ja, bei einem kleinen der ganze Verlag, also bei Amigo war immer der ganze Verlag auf der Messe und hat auch mitgeholfen. Also das ist und Amigo war jetzt klein im Vergleich eben halt zu allem, was du jetzt gerade an den Großverlagen oder sowas hast. Und das gehört halt dazu. Aber ja, genau das. Es gehört dazu. Auch dieser direkte, unmittelbare Kontakt. Und noch viel härter die Tatsache, wie jung die damals waren. Das heißt, dieses ganze Team, wie gesagt, ich bin mir sicher, bis auf denjenigen, der am Ende dafür verantwortlich war, also im Sinne von, der gehörte dann eigentlich zur eigentlichen Firma, aber der war wahrscheinlich dann irgendwie gestanden aus der Spielebranche. Und alle anderen da drin, wie alt waren die? Wie gesagt, da war doch keiner älter als Mitte 20 im besten Fall. Ich würde sagen, die meisten von denen waren wahrscheinlich gerade mal so fast 20 bis gerade so 20, ja, als sie das gemacht haben. Ja, das ist halt schon, das ist halt schon irre. Also ich will mir auch gar nicht vorstellen, wie sich das angefühlt haben muss, eben für die Leute in Ass oder eben auch natürlich anderen entsprechenden Firmen, wo das dann so der Fall war. Ist das Gefühl hatten, so von wegen, wir haben gar keine Ahnung, was sie da genau machen. Da fallen dann Dinge raus? Dann machen wir irgendwas damit, ja? So. Also, das ist schon, wie gesagt, wilder Westen, nur für eine kurze Zeit, weil wir reden hier von 2 Jahren und danach war das ja dann auch, dann war ja D&D in Deutsch schon fast erstmal wieder an einer sehr schwierigen Stelle, um es mal positiv auszudrücken und dann entstanden daraus ja ganz andere Situationen und das ging ja dann auch nicht mehr lange gut. Also das hat ja von da aus dann sehr schnell eine andere Dynamik angenommen. Aber in dieser Zeit war das ja wirklich so ein bisschen so, wie soll ich das nennen, so eine Goldgräberstimmung ohne Ahnung. Also da hat ja Ass effektiv wirklich irgendwelche Leute, die rumstanden mit Schaufeln und Hacken bewaffnet und hat denen gesagt, angeblich gibt's da oben Gold. Los, buddeln. Dann sind die irgendwo hingerannt, haben gebuddelt und Ass meinte dann immer nur so, ja, ich glaube, das klappt, oder? Ja, die sind im Graben. Ja, es ist. Okay, alles klar. Ja, aber letztendlich war es ja auch nicht anders, wie das, was Werner auch schon erzählt hat, auch zu DSA. Also, was da wirklich gerade passiert, haben die ja nicht in verstanden. Dem Moment eigentlich nicht so richtig erfasst. Ja. Und das war mehr so ein Fischen im Trüben. Ja. Und ab und zu ziehen wir halt irgendwie einen dicken Fisch raus und dann feiern wir uns dafür, dass wir es richtig gemacht haben. Was wir genau da gemacht haben, weiß keiner. Ja, das ist wirklich. Und wenn du halt einen alten Stiefel rausgezogen hast, war halt scheiße. Also auf jeden Fall fand ich das. Das finde ich so spannend, gerade an Magazinen. Aus Magazinen kannst du noch mal viel mehr
den Zeitgeist eben rausziehen, als du das aus den Rollenspielpublikationen als solches machen kannst. Ja, das stimmt. Das ist echt gedruckte Zeitgeschichte. Ja. Absolut, absolut. Und das ist so komprimiert. Das fühlt sich an, als könnte das könnte auch eine Entwicklung sein, wenn du mir jetzt gesagt hättest, so von wegen, das ist die Entwicklung der ersten 4-5 Jahre. Hätte ich das auch akzeptiert. Aber wir reden hier von am Ende, wahrscheinlich sind das nicht mal 2 Jahre. Also sind am Ende des Tages wahrscheinlich irgendwie 18 Monate oder irgendwie sowas, von denen wir dann dabei reden. Ja, aber diese 18 Monate waren halt irre. Turbo. Also absolut, auf der Überholspur. Rollenspielentwicklung in Deutschland auf der Überholspur. Also von daher. Großes Kino. Also tatsächlich, und wirklich nochmal das Highlight mit Essen. Also das ist, ich meine, wenn man das heute den Machern von Essen vorher zu frei nach dem Motto, warum nochmal genau, habt ihr alle 6 dicht gemacht? Ja. Oh ja, das ist, das war auch so der Punkt, an dem ich dann echt so gestolpert bin beim Lesen, dachte so, ja, nee. Hat nicht so gut geklappt. Hat sich dann anders entwickelt. Ja, aber das ist schon, wenn du dir mal vorstellst, die haben halt 20 Runden gemacht mit jeweils 25 Leuten. Bei einer 5000er Besucherzahl, da haben die fast 10% der anwesenden Gäste, haben die durch Rollenspielschulungen durchgeführt. Mhm. Ja, und zwar sozusagen in der Intensivbetreuung. Ja, und wenn du dann überlegst, dass dann wirklich aus Läden ja auch meistens mehrere Verkäufer waren, die auch nach Essen gefahren sind, die nicht wie in Nürnberg, wo du dann einfach sicher sein konntest, dass bei vielen Läden wirklich zumindest ein Mitarbeiter an einer dieser Tische gesessen hat. Absolut, absolut, keine Frage. Ja. Nur damit man Ahnung hat. Frag mich, wie sie das denn ausgelost haben. Irgendwie Streichhölzer ziehen, du hast den kürzesten Mustern. Du setzt dich jetzt da mit dem Bub rein und lässt dir mal erzählen, wie das geht. Der könnte mein Enkel sein. Ja. Alter Schwede, ja. Also, es war mir auf jeden Fall ein ganz großes Fest. Ich fand, das war doch mal würdig für diese Zeit zwischen den Jahren, für unsere namenlosen Tage hier, mal diese Retrospektive zu machen. Und zu wagen, um sich das Drache-Magazin nochmal anzusehen. Ja. Ich denke, das war Und man, am Ende des Tages, glaube ich, könnte man über jedes von den Heften eine ganz eigene Folge gestalten. Das wäre es immer noch wert gewesen. Aber so war es mal sehr kompakt und fand ich jetzt ziemlich irre. Liebe Inge, wie sieht es denn eigentlich aus? Was hatten wir denn an Feedback von der Umfrage? Ja, also es haben 34 Leute teilgenommen. Von denen haben 29 von dem Magazin noch nie gehört. Was? Oh. 4 haben es zumindest schon mal gesehen und eine Person hat es gesammelt. Ui. Hast du zufällig noch Ausgabe 5 und 7 und brauchst die nicht mehr? Dann meld dich doch mal bei uns. Ach, sehr schön. Ja, also auch wenn ihr es nicht kanntet, beziehungsweise nur mal davon gehört habt und nicht selbst gesammelt habt und dann noch gar keine Ahnung davon hattet, hoffen wir natürlich, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie uns, mal diesen Einblick in die Zeitgeschichte von 84, 85 zu bekommen, wie Rollenspiel damals eben war. Diese Keimzelle und dieser ganze Hintergrund dazu, da war jetzt schon wieder so viel Substanz drin. Fand ich also absolut irre, fand ich absolut großartig. Ja. Und lieben Dank an alle, die daran jetzt hier teilgenommen haben. Auch natürlich lieben Dank an dich, lieber Björn. Lieben Dank an dich, lieber Jan, dass ihr mich begleitet habt und mich da nicht allein in diese Tiefen des Kaninchenbaus habt ihr nachsteigen lassen. Drin kann man sich verirren und verlieren. Er ist dann Escape dann. Vielen Dank, dass du dich da nochmal reingemüht hast. Ja, das war echt sehr lehrreich. Das war ganz spannend. Ja, also das ist auch wieder so Erinnerungen hochpoppend. Und das ist. Selbst bei Jan. Also im Prinzip müssen wir den Satz mit. Die schon tief vergraben sind. Im Prinzip müssen wir den Satz mit: Wir hatten ja damals nichts, etwas revidieren. Wir hatten ja damals fast nichts. Wir hatten ja den Drachen. Genau, wir hatten den Drache. Wir hatten den Drache. Ja, was passiert dann ansonsten noch diese Woche, liebe Inge? Das ist ja noch nicht alles. Das Jahr ist noch nicht vorbei. Da geht noch was. Ja, wir haben am Mittwoch ab 18.30 Uhr nochmal Ulysses plötzlich Spiele, eine Folge. Da wird der Chris, glaube ich, auf Chainsaw Warrior nochmal losgelassen. Genau. Mal schauen, wie weit er diesmal kommt. Nicht bis zum Ende, das ist sicher. Nicht deine Blattsohn-Erfahrungen haben dich das Spiel wechseln lassen. Chris wollte unbedingt nochmal Chainsaw Warrior spielen. Der hat da so großen Spaß. Das macht doch wirklich Spaß, auch wenn du echt faktisch keine Chance hast, dieses Spiel zu gewinnen. Aber es macht einfach Laune, weil es total cool ist. Gerade am Anfang zu gucken, mit was wirst du jetzt da wieder reingeschickt? Also mit was kannst du jetzt gleich wieder es nicht schaffen?
Mit welcher Ausrüstung kannst du jetzt versagen? Das ist witzig. Da kann man echt Spaß dran haben. Wenn ihr das nicht glaubt, schaut es euch einfach an. Am Mittwoch wird der Chris sich nochmal als Chainsaw Warrior bewähren. Und ich bin mir sicher, wir werden mehr als eine Runde spielen. Die dauern nämlich für Gemeinde nicht so unglaublich lange. Also es lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten. Insofern, jetzt nochmal, danke an alle, danke an euch da draußen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Schaltet am Mittwoch einfach wieder mit ein. Nach dieser Woche geht es natürlich dann ins neue Jahr direkt wieder mit einer weiteren Folge Alte Männer. Da legen wir wieder los, da werden wir dann auch hoffentlich wieder mit voller Besetzung auflaufen können. Vielleicht nimmt sich noch irgendjemand noch einen weiteren Tag Urlaub, schauen wir mal. Aber wir werden auf jeden Fall weitermachen und solange ihr uns hier unterstützt, Daumen hoch, Kommentar, lasst ein Abo da, was immer euch gefällt. Wir freuen uns über alles. Solange es euch gefällt, solange machen wir hier mit dem Quatsch auch sehr, sehr, sehr gerne weiter. In diesem Sinne, genießt das Jahresende, feiert schön und bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.